So. Mal gucken, ob es jetzt mal etwas besser klappt. Irgendwie hing der gerade ein bisschen. Ah. Jetzt geht's. Ich weiß auch nicht, bei mir hing der gerade ein kleines bisschen. Deswegen, ich habe mich da irgendwie selbst nicht online gesehen, deswegen wollte noch mal kurz neu starten. Aber jetzt sind wir da. Hi. So, Tag. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch. Tag 6 von Symphonia. Tag 6 von ganz viel Symphonia, mit ganz viel Symphonia in 7 viel. Ich spiele am besten einfach gleich. Kein Reden mehr spielen. Wobei, nee, dann wäre es nur ein Walkthrough. Reden und spielen. Wir lassen wir erstmal die Openings nochmal zweimal durchlaufen. Also beide Openings einmal durchlaufen. Und können dann loslegen. Ich glaube, wir könnten heute sogar die Story durchbekommen. Wenn ich bedenke, was jetzt noch alles kommt, sollte das drin sein. Boah. Auch wenn ich sagen muss, dass jetzt gleich 2 Hass-Dungeons kommen. Das Spiel hat echt eine Menge. Mit Tokyo-Kanalisation, Tempel der Finsternis und 2 kommen jetzt gleich noch. Wobei, das war's dann alles an Hass-Dungeons. Ich bedenke danach, jetzt müssen wir da hin und da. 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 Dann kommt das. Dann das. Dahin. Das ist echt nicht mehr viel. Also ich denke, wir sollten heute wirklich die Hauptstory durchbekommen können. Jo. Sage ich jetzt einfach mal. Ja, die Farm von gestern, die ich 2-mal gemacht habe. Genauso wie den Boss. Und die Cutscene. Und Twitch möchte schon wieder nicht. Ja, genau deswegen lasse ich am Anfang ja noch ein bisschen länger Zeit laufen, bis der Stream richtig beginnt. Weil bis dahin hat quasi noch jeder Zeit, den Stream ordentlich zum Laufen zu bringen. Und dann können wir so richtig loslegen, dass auch alle zuschauen können. Ich traue mich ja schon fast nicht zu fragen, aber schreibt doch einfach mal in den Chat, wenn ihr das hört. Turm des Heils. Weil er gerade hier im Hintergrund steht. Einfach mal wieder mal zu gucken, wie denn es mit dem Delay aussieht. Wird wahrscheinlich eh wieder monströs sein, aber so vor einem Jahr hättet ihr jetzt schon, ich hätte jetzt schon 1000 Antworten Turm des Heils bekommen. Aber gut. Ja, oh, gut, es geht. Es ist nicht so schlimm wie sonst, habe ich das Gefühl. Ja, heute ist es, glaube ich, akzeptabel. Ach, diese Openings, beide sind einfach wunderschön. Gibt es eigentlich irgendwelche DLCs für Tales of Symphonia? Meine nicht, oder? Na gut, würde man die aber auch einbauen, ist dann die Frage. Das Spiel hatte ja damals keine Online-Verfügbarkeit, von daher kann man ja wahrscheinlich nur sehr schlechte DLCs irgendwo mit einbauen. Jetzt gibt wahrscheinlich eh keine. Na egal. Na dann, wollen wir mal loslegen. Ein weiterer Tag mit Symphonia. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir sind. Altamira. Was wollten wir in Altamira? Ach ja! Das Erz. Das Zirconium. Stimmt, stimmt, stimmt.
Wir wollten ja zur Lesareno-Gesellschaft, um Zirconium-Erz zu finden. Bong, da fiel was runter. Du hast etwas fallen gelassen. Oh, danke. Gern. Oh, was ist denn? Es ist nur, ich möchte nicht unhöflich sein, aber dieser Ring, wo hast du ihn? Cybeck, ein Student am Königlichen Forschungsinstitut, hat ihn auf dem Bazar verkauft. Joshua, kennst du diesen Studenten? Nein, nein, entschuldigt, dass ich euch so etwas bitte, aber könntet ihr dieses Geld dem Studenten geben, der euch den Ring verkauft hat? Was? Warum gibst du plötzlich? Ich habe mir etwas Grausames und Unverzeihliches angetan. Ich möchte mich auf diese Weise dafür entschuldigen. Jetzt aber langsam ein wenig kompliziert. Aber sie sieht so traurig aus. Ich möchte ihr helfen. Na gut. Vielen, vielen Dank. Ich heiße Rosa. Wenn ihr Joshua das Geld gegeben habt, kommt bitte wieder zu mir. Ich bin in meinem Haus in Meltokio. Ja klar, alles klar. Wir kommen nach Meltokio, wenn wir soweit sind. Okay, gehen wir. Yay, 5000 Gold. Ja, wir gehen nachher mal hin. Lesareno. Hi, ich glaube heute sind... Ich den Großteil meiner meiner Mobs. Ja, fast. Meiner Mods da. 5 Leute. Wow. Plus weitere 36 Zuschauer. Wow. So. Wir müssen einmal hier mit George sprechen bezüglich des Zirconium-Erzes. Ist hier alles in Ordnung? Was die Geschichte angeht, ja. Der hat ja wieder seinen Dingens da, seinen Staubbesen. Ein Staubbesen, ja. Sein Besen vom Mund. Das ist aber versucht, die Versuche, so wie eine Ärzte anzuziehen. Ich glaube, es war Balis Werk. Wenn sie vorbei sind, kommt kein Zuschuss von mir verschaffen. So scheint es. Aber wir können sicher sein, dass es solche Probleme nicht mehr geben wird. Vale ist tot. Sind sie sicher? Anders ausgedrückt, Alicia wurde durch Regal und Placer gerecht. Verstehe. Das sind gute Nachrichten. Sind sie sicher, um mich darüber zu informieren? Nein, ich habe etwas zu erledigen. Ich möchte mir die Aufzeichnungen zu den letzten Minenoperationen anschauen. Bitte öffnen Sie die Tür zum Archiv. Die Computer, die sich mit den jüngsten Minenoperationen beschäftigen, sind im linken Fuß des Archivs diversen Stock. Ich verstehe. Dankeschön. So. Der letzte Zirkulum-Transport war... Zack. Ninja-Kunst. Was? Nun, was haben wir denn hier? Kuchinawa! Der Patriarch ist weg, Vali ist tot. Warum stellst du dich noch uns in den Weg? Es ist wegen mir, nicht wahr? Natürlich, es ist deine Schuld, dass deine Eltern und zahllose Bewohner des Dorfes sterben mussten. Und dass unser Opa seit 10 Jahren im Koma liegt. Es tut mir leid. Und du denkst, mit deiner Entschuldigung hast du es getan. Ich werde dir niemals vergeben. Kuchinawa, wenn ich es bin, die du hast. China, wenn du dich selbst opfern willst, werde ich dir das niemals verzeihen. Nein, ich bin die du hast. Wir sollten ein Duell austragen, so wie unsere Regeln es vorschreiben. Glaubst du wirklich, du kannst mich allein besiegen? Und? Nimmst du meine Herausforderung an? Also gut, sollen wir es hier und jetzt entscheiden? Wir befolgen den Regeln und kämpfen auf der Insel der Entscheidung. Bist du damit einverstanden, Lloyd? Es wird wohl keinen Sinn machen, dich aufzuhalten zu wollen. Danke. Ich werde dich auf der Insel der Entscheidung erwarten. Warte, gib uns das Dokument zurück. Dies ist das Pfand, damit du gegen mich kämpfen wirst. Clyde könnte sterben, wenn du es das nicht gibst. Ich gebe dir dies stattdessen. Was ist das? Corins Andenken. Wie du wünschst. Sehr gut. Erscheinst du nicht, werde ich die Glocke zerstören. China, ich weiß, wie viel sie dir bedeutet hat. Es tut mir leid. Alles ist okay. Alles, was ich tun muss, ist, ihn zu besiegen. Ich werde nicht mehr weglaufen. Von mir so aus kann man auf die Insel der Entscheidung fahren. Aber können wir das später machen? Vorher sollten wir noch das Zirconium beschaffen. Colette geht vor. Ja, gut. Wo ist das Zirconium? Die Aufzeichnungen belegen, dass die letzte von Fuhre an das Königliche Forschungsinstitut an Cybeck ging. Okay, lass uns gehen. Auf nach Cybeck. Sie wird nicht mehr weglaufen. Verdammt, was soll ich tun? What are you talking about, Zelos? Okay, dann auf nach Cyberg. Dort wollten wir ja sowieso noch hin. Okay, weiß nicht. Irgendwann steht da, glaube ich, George nochmal. Denke ich. Vielleicht. Eventuell. Keine Ahnung.
Wir wollten sowieso nochmal nach Cybeck, um dem Typen mal sein Geld zu geben. Und wir müssen auch nochmal nach Miltokio. Wir gehen am besten gleich nach Miltokio, direkt als erstes. Danach gehen wir erst nach Heimdall. Da ist schon. Hört ihr das zufällig von draußen, dass da rumgebohrt wird oder was auch immer die da draußen machen? Joshua, das Fälligkeitsdatum rückt immer näher. Ich habe das Geld für die Studiengebühr fast zusammen. Bitte gedulden Sie sich noch ein wenig. Du bist ein ausgesetzter Student, weshalb ich dich nicht vom Institut verweisen möchte. Aber die Regeln des Instituts sind klar. Ich weiß. Für mich über mein weiteres Stipendium für dich. Aber solltest trotzdem versuchen, Geld aufzutreiben. Das werde ich. Achso, das ist ein Mann. Ups. Hallo, da seid ihr ja wieder. Oh, lass mich raten, ihr habt die Unterhaltung gehört. Tut mir leid, wir haben gelauscht. Na, das macht nichts. Es ist peinlich, aber ich kriege das Geld für das Institut nicht zusammen. Deshalb bin ich hier auf dem Bazar, aber es läuft nicht so gut. Und deshalb wollte diese Frau, dass wir dir das Geld geben. Wovon redest du? Meine Freundin Altamira hat uns Geld für dich gegeben. Bitteschön. Das ist eine Menge Geld. Moment, was? 5000 Geld sind eine Menge Geld? Okay. Bin ich Millionär dann hier oder was, wenn ich hier mit 100.000 rumlaufe? Na, ich bin 100.000 Donär, kein Millionär. Nein. Warte mal, sagst du in Altamira? War es Rosa? Sie hat uns angesprochen, nachdem sie den Ring gesehen hat, den du China gegeben hast. Das war Rosa. Tut mir leid, aber ich kann es nicht annehmen. Gib es ihr bitte zurück. Tadam. Was? Klingt nach einer interessanten Geschichte. Es wäre nicht schön, wenn wir zu neugierig wären. Wenn wir aber nicht wissen, was hier vor sich geht, werden wir weiter hin und her laufen müssen. Rosa war meine Freundin. Wir wollten heiraten, wenn ich die Gelehrtenstelle erhalte. Aber sie hat mich betrogen. Wie meinst du das? Sie sagte mir plötzlich, dass sie wollen einen Adligen heiraten und unsere Beziehung beenden. Sie sagte mir, sie habe das Leben mit einem armen Studenten satt. Was? Das ist ja schrecklich. Ich müsste lügen, wenn ich behaupten würde, ich hätte es ihr nicht übel genommen. Aber ich will keine Almosen. Also gut, ich verstehe. Wir geben es ihr zurück. Danke. So. Dann suchen wir mal hier ein bisschen Zirconium. Auserwählter, bitte vergib mir. Was? Ich habe gehört, dass ein 3 Meter großer Engel vom Himmel herabgestiegen ist und all jene verschlungen hat, die sich der Auserwählten mir in den Weg gestellt haben. Ein 3 Meter großer verschlungen, hä? Mann, ich wusste gar nicht, dass es solche furchteinflößende Engel gibt. Das Mädchen mit dem Kuschelkristall verschlingt doch nicht einfach auch Menschen. Mach doch nicht lächerlich. Ich vertraue dem Auserwählten wirklich. Ist schon gut. Ist noch von dem Zirconium da, das ihr von der Lesareno-Gesellschaft gekauft habt? Zirconium? Ja, da ist noch etwas. Könnt ihr was davon haben? Natürlich, es befindet sich im nächsten Zimmer hinter dieser Tür. Überall liegen Bücher herum, aber ihr solltet es trotzdem gleich finden können. Ich lasse die Tür unverschlossen. Na dann. Schauen wir doch mal. Wo könnte dieses Zirconium sein? Hast du Zirconium gesehen? Oh mein Gott, ich habe Zirconium. Moment mal, die Kiste ist kleiner als sonst, oder? Na egal. Wir haben jetzt zumindest schon mal unser erstes Material. Von dreien. Waren noch drei, oder? Zirconium, Mana-Blattkraut, Mana-Fragment. Oder? Ach ja, das Horn des Einhorns. Aber gut, das haben wir ja schon. Dann haben wir sogar 2 von 4 schon. Dann wollen wir jetzt nicht das Mana-Blattkraut holen. Mana-Blattkraut. 2 eklige Dungeons incoming. Multimelonen. Multibazongas. Ich bin Multibazonganea quasi dann, oder wie? Multibazonganea. What? So, ist die Frage, wo ist diese Rosa? Ich habe keine Ahnung. Da sie ja irgendwas von einem Adligen erwähnt hat, gehe ich einfach mal ins Adelsviertel mal gucken. Rosa, da! Hat dir Joshua das Geld gegeben? Er sagt, er könne es nicht annehmen. Hier wieder. Nein, warum? Joshua ist ein Mann, er will keine Almosen. Leute, das reicht. Aber, ich verstehe, ihr habt von Joshua gehört, was vorgefallen ist. Ich bin eine grausame Frau. Ich habe ihm sein Geld weggenommen und seine Liebe betrogen.
Das ist das Geld, das er mir gegeben hat. Er wollte es ursprünglich für sein Studium verwenden. Es ist also richtig, es ihm zurückzugeben. Wofür hast du das Geld gebraucht? Es war... Rosa, der Baron sucht nach ihm. Oh, danke, ich komme gleich. Entschuldige mich, bitte. Ich muss mich beeilen. Tut mir leid, dass ich euch deshalb verlange. Hey, sie ist weg. Also, wo arbeitest du? Auserwählter. Ich diene mit Master Crumble. Ist sie los berühmt? Rosa hat ihn jedenfalls nicht gekannt. Mistress Rosa kommt aus Flanua, daher... Natürlich bin ich berühmt, aber nicht so, dass die Leute außerhalb Tokios alle mein Gesicht kennen. Crumble, kennst du ihn? Ich habe nichts Gutes über ihn gehört. Er soll vor kurzem ein Mädchen aufgenommen haben, das seine Schulden als Dienerin abarbeiten muss. Das ist Mistress Rosa. Sie wurde gezwungen, sich mit Master Crumble zu verloben, um die Schulden ihrer Eltern zurückzuzahlen. Ach, ich muss zurück, bitte entschuldigt. Sie tut mir so leid. Ich war gemein zu ihr, als ich noch nicht wusste, was wirklich passiert ist. Sollten wir es Joshua erzählen? Rosa würde wahrscheinlich nicht wollen, dass er es erfährt. Deshalb hat sie ihn verlassen, ohne es ihm zu erzählen. Das nehme ich nicht hin. Ich finde, wir sollen es Joshua erzählen. Was sollen wir tun? Erzählen wir es? Erzählen wir es nicht? So, ich wollte aber kurz nochmal hier zu dem hin. Zu der Frau. Mein Lehrer wird immer zufriedener mit mir. Vielleicht darf ich bald ein Solo-Konzert geben. Viel Glück. Danke. Was hast du da hier schon? Okay. Plus her. Bist du sicher, dass du nichts sagen willst? Nein, es ist schon in Ordnung. Da ihr hier seid, hätte ich gerne, dass ihr euch ein Lied anhört. Prosairs Theme. Sehr schön. Dieses Lied ist... Als ich klein war, hat mir ein nettes, älteres Mädchen dieses Lied vorgesungen. Ich kann mich nicht mehr an ihr Gesicht erinnern, aber durch dieses Lied habe ich die Musik lieben gelernt. Aus irgendeinem Grund hatte ich das Gefühl, es singen zu müssen. Danke. Janet hat sich an dich erinnert. Das ist merkwürdig. Ich bin glücklich, aber ich spüre einen Stich in der Brust. Prosair, wenn du die Wahrheit hinter diesem Schmerz erkannt hast, wirst du in der Lage sein, ihr als das Mädchen aus Versetz zu begegnen, die sie einst kannte. Ja. Nochmal eine kleine Sidequest hier für Prosair. Und nun mal wieder zurück nach Cybeck. Wollen wir nochmal schauen, was der arme Joshua jetzt zu sagen hat, nachdem die Liebe seines Lebens ihn betrogen hat. Nur um ihre Schulden zu bezahlen und ihm nichts davon sagen wollte. Jo, die Brücke ist lang. Moment. So. Hallo. Hallo nochmal. Habt ihr Rosas Geld zurückgegeben? Wir erzählen die Wahrheit. Joshua, es gibt etwas, was ich dir erzählen möchte. Hä? Rosa verschweigt dir etwas. Hä? Schwarzblende, die alles erzählt. Was? Picknick? What? What? Was geschah gerade? War das Stream gerade kurz weg? Micha, nicht capsen. Okay. Gut gemacht, Twitch. Hau einfach mal meinen Stream aus, obwohl ich eigentlich nichts beendet habe. Na gut. Twitch, don't do problems. I need you noch. Also das war, damit sie ihre Schulden bei mir bezahlen kann, hat sie gelogen. Das Bild war kurz online. Ja, offline, okay. Was ist genau passiert? Lukas Mutter wurde krank und die Familie brauchte Geld, um die Behandlung zu bezahlen. Ich habe ihnen das Geld gegeben, das ich mir für mein Studium zusammengespart hatte. Deshalb konnte eine Studiengebühr nicht zahlen. Das Geld, das dir Rosa geben wollte, können die Studiengebühren sein, die du ihr früher gegeben hast. Rosa, für dich hätte ich mein Studium geschmissen. Sie wollte nicht, dass du ihre Dinge aufhörst. Wahrscheinlich konnte sie den Gedanken nicht ertragen, dass du deine Träume für sie aufgibst. Wo ist Rosa jetzt? Sie lebt im Haus eines Adligen namens Cromwell in Tokio. Danke. Kommt doch zurecht, vielleicht sollten wir ihm helfen. Wir sollten uns nicht noch mehr einmischen. Er muss jetzt seine Geliebte selbst retten. Das ist wichtig für ihn.
Ich habe so das Gefühl, ich möchte da trotzdem nochmal hingehen und gucken. Wir müssen, ob die Quest noch weitergeht. Ich kann mich ehrlich gesagt an die Quest sogar so ziemlich gar nicht mehr erinnern. Also ich weiß, wie man sich startet. Also ich glaube, bis zum Schritt, wo ich den Ring verliere. Den hatte ich noch so halbwegs im Kopf. Aber das alles, was jetzt so kommt, das ist mir so mehr oder weniger sogar schon selbst neu. So, passiert hier noch irgendwas? Nee. Hm. Na gut. Wo wir gerade hier sind. Oh, vielleicht kriegen wir mal einen Butler hier. Vielleicht passiert da noch was. Nope. Sebastian hat da nichts zu sagen. Okay, dann können wir jetzt auch wirklich endlich mal nach Heimdall gehen. So. Wir haben uns lang genug davor gedrückt. Jetzt geht's leider nicht mehr. Hui. Hier haben wir den Emirwald. Jetzt müssen wir gucken, wo kommt man rein? Hier? Nein, hier ist der Eingang nicht. Hier! Da, Emirwald. Gar keine Frage, Heimdall liegt vor uns. Ich erinnere mich wieder. Da vorne liegt dort, an dem ich geboren wurde. Okay, lasst uns gehen. Wir sind da, nach einem weiten Weg Heimdall. Das Dorf, an dem ich geboren und aufgewachsen bin, in dem noch reinblütige Elfen leben dürfen. Professor, warum sehen Sie auf einmal so ängstlich aus? Schon gut, lass uns weitergehen. Okay. Also gut. Ah ja. Oh, das macht sein Geräusch. Hm? Nichts passiert. Ja, wie funktioniert das? Vielleicht zeigt es nur an bestimmten Plätzen Wirkung. Ach so. Dann können wir hier mal drauf gehen. Und? Brrr. Boah, schreck lass nach. Du bist ein Weichei. Nein, ich habe echt gedacht, China käme auf mich zugerast. Wie bitte? Okay, okay, das reicht. Der Ring kann also. Das kann vielleicht Tiere rufen. Anscheinend musst du auf den Baumstoff klettern, damit er Wirkung zeigt. Das Gefühl, dass die Blumen, dass es auf die Blumen, nicht auf den Baumstumpf reagiert. Das ist ja eine irre Funktion. Oh, nun gut. Tiere zu rufen macht Spaß. Wir standen das gerade in Anführungsstrichen. Okay. Ich stand in Anführungsstrichen. Wie kommen wir gerade eigentlich zu diesem Team? Warum gerade dieses Team? Ja, du sowieso? Ach ja, du bist hier gerade noch am Lernen. Eternal Devastation. Ja. Einfach mal alles hier ein bisschen öfter einsetzen. So, Earthrust, Cyclone weiterhin und du musst auch noch. Oh Gott, erst fünfmal. Wieso, was? Moment. Kann ich ihre Strategie da ändern? So, setz mal nur Fähigkeiten jetzt ein. Ach ja, habe ich jetzt Gegner gescannt? Ich habe die großen, glaube ich, gescannt. Ja, jetzt noch den kleinen. Wo kam der Kleine denn angeflogen? Komm mal her, du großer Keiler. Level up für beide. Und neue Verbundfähigkeiten. Oh, okay. Warst du denn länger nicht mehr dabei, Genius? Reduzierung. Oh, okay. Technisch, was haben wir da? Oh. Okay. Lass mal beide drin. Schauen wir mal währenddessen mal ein bisschen weiter. Okay, können wir nichts machen.
Da können wir mal hoch zu dem Vogel. Meine Güte, was hier nicht alles für Monster gibt. So, dann der nächste Gegner. Der Dodo. Und zum Schluss noch einmal das Orkot. Was können wir eigentlich für U-Attacken machen? Oh, auf meine Liste gucken, die ganzen neuen und die ganzen alten und die ganzen komischen Sachen. Oh, was haben wir denn Schönes? Ja, ich weiß schon was. Du bekommst eins ab. Tidal Wave und Judgment auf jeden Fall schon mal. Ja, ist gut. Und hier kommt Innocent Edge. Jo, sehr schön. Jetzt noch die Dodos. Nix da. Da hinten haben wir sonst auch nichts mehr. Was haben wir denn hier vorne noch? Da ist ein Wurm. Und hier ist ein Wildschwein. Mal schön stehen bleiben. Oh, ich bin schon ein bisschen angeschlagen, merke ich gerade. Ich sollte mich gleich mal heilen. So, einer weg. Oh, und Priscilla hat da hinten sich schon ganz allein um alles gekümmert. Ist everyone all right? Rain, einmal. Circle. Techniken. Wie sieht's aus? Dauert noch, dauert noch. Oh! Jetzt kann auch Explosion bald lernen. Sehr gut. Lerne immer mehr. So, Resolute Infliction ist fertig. Jetzt muss ich die andere lernen. Okay, okay. Na, sie öffnet sich nicht. Hier gibt es bestimmte Tricks. Ist es normal, dass die Mods sich hier gegenseitig fertig machen? Jo! Die lieben sich doch alle. Genau, und was sich liebt, das neckt sich. Da, nein, runter. Das machen Mods immer. Sonnenpanzer. Stimmt, ich habe ja noch eine ganze Menge neuer Ausrüstungssachen, die ich ja den anderen noch nicht geben konnte. Sonnenpanzer bekommst du. Karoban ist schon der Stärkste. Corleones, Runengewand. Nein, nicht das Stimme. Das Stimme möchte ich jemand anderen geben. Sonnenchakram. Nope. Handball, ich habe die Rüstung. Du bekommst das auch nicht. Aquaschienen. Boah, Vokalgewand, du bekommst das Stirnband. Nope. Runenstab. Runenrobe. Nope. 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 So, jetzt haben wir auch alle mal ausgerüstet. Ich hab ganz vergessen, wir haben ja noch aus der Menschenfarm noch einiges gehabt. Was ist ein Gladius? Ah, ein Schwert. Jo. Zellos, du hast ein neues Schwert. Oder einen neuen Dolch, besser gesagt. Mod X Mod X Mod. Oh Gott. Mod Fanfic Extreme. Da ist nichts. Dann gehen wir den Weg hier oben erstmal entlang. Ich glaube, die Bienchen hatten wir noch nicht. Alright, Ground Dasher. Oh yeah. Gut. Dann hast du das auch, dann brauchst du es nicht mehr. So, dann lern mal schön die anderen Sachen, die du da noch hast. Eruption. Das ging ein bisschen daneben. Oh, Wasser des Lebens. Sehr schön. So.
Da hinten zu dem kleinen Gör müssen wir jetzt erst einmal. Gib mir mal hier bitte, ich will auf dem Boden stehen. So, wir haben wieder. Ich weiß schon, was wir machen. Wir nehmen das. Here we go. Lightning Punishment. Sieht auch sehr schön aus. Wieso visierst du eigentlich automatisch erstmal den am weitest entferntesten Gegner an? Huch. Achso, der hat ein bisschen Wind gemacht. Schade. Oh, dachte ich, könnte mir töten. Wir bekommen gerade echt verdammt gut Geld, muss ich sagen. 170.000 haben wir mittlerweile. So, hier haben wir einen Speicherpunkt und eine versteckte Truhe. Ein Haarband. Lisa, möchtest du ein Haarband haben? Ja, möchtest du. So, schnell mal eben zum Speicherpunkt, um zu heilen. So. Hallo. Hallo, würdest du uns bitte vorbeilassen? Nein. Warum nicht? Warum willst du sie nicht vorbeilassen? Was ist denn los? Wenn du uns nicht sagst, wenn du es uns nicht sagst, wissen wir nicht, woran wir sind. Du willst doch wohl nicht wütend machen, Kind. Ja, dafür mit, er hat Angst. Was ist denn? Ist etwas nicht in Ordnung? Möchtest du uns nicht erzählen, was los ist? Mami ist krank und ich brauche die Emir-Frucht, die in diesem Wald hier wächst, um Mami zu heilen. Aber im Wald gibt es böse Monster. Okay, verstanden. Dann holen wir dir die Emir-Frucht. Lass uns dann vorbei. Ihr würdet sie wirklich für mich holen? Sein Regel 1. Lügen ist der erste Schritt zum Diebstahl. Ich lüge nicht, das ist mein Lotto. Du meinst Motto, Doofnapp. Doofnapp? Was? Ach was. Also, wir holen dir die Frucht, du wartest hier. Okay. Und wo im Wald soll sie sein? Ich weiß nicht viel darüber, nur... Wie sollen wir sie dann finden? Mami sagte, meine Schwierigkeiten ist, wenn die Schmetterlinge des Waldes einem helfen. Die Schmetterlinge dieses Waldes reagieren auf den Herzen der Lebewesen. Wenn wir in Schwierigkeiten sind, sollten wir auch schon nach den Schmetterlingen halten. Okay, du wartest hier auf uns. Okay. Na denn. Ja, Hilfe. Können wir eigentlich wieder ein bisschen kochen? Ja, wir könnten Risotto oder Obstsalat einmal machen. Wow, doch so viel, was wir hier haben. Ja komm, koch uns einmal Risotto, Leute. Danach noch zweimal. Das ist immer so viel, was wir hier kochen können. Eieiei. This is gonna be a piece of cake. Ich muss mich die Kommentare durch den verstehen mittlerweile gar nicht mehr, worum es eigentlich nochmal ging. Das ist teilweise echt doof, wenn der Delay so lang ist, dass man schon gar nicht mehr weiß, worauf überhaupt die Antworten bezogen sind im Chat. Ich weiß jetzt gerade nicht, was du da meintest, als du geschrieben hast, dass Tails auf ist. War das wegen des Anvisierens? Keine Ahnung. Leute, hat sein Hirn auch im Lotto gewonnen. Ja. Oh, wir haben Hammer Rain. Moment, Hammer Rain. Mit welchem von Lloyds Arts kann man mit Hammer Rain nochmal eine U-Attacke machen? Sag mir das mal bitte mal, falls ihr das wisst. Ich weiß es gerade nämlich nicht mehr, mit welches es nochmal ging. Ah, okay, wegen des Anwesens. Dann ist okay. Ciao, Micha. So,
Das haben wir auch wieder gekocht. Dann eine Kohlroulade können wir zumindest einmal machen. Wir haben ja ein Fleisch. Was ist das für ein blaues, rundes Ding? Na komm. Macht des Kristalls. Damit ihr es sieht. Ah. Hier ist eine neue Waffe für Regal. Hier haben wir sonst nichts. Finden wir da irgendwas? Scheint nicht so. So, hier ist ein Schmetterling. Das heißt, wir machen hier ein bisschen Musik. Bong. Na, was haben wir denn da Feines? Prüfen. Mhm. Einen blauen Samen. Oh, das ist keine Emirfrucht. Ein Blumensamen. Mal sehen, ob wir eine Stelle finden können, um ihn einzupflanzen. Ah, okay, Level 2 Sword Rain. Okay, danke. Vielleicht hat das was damit zu tun. Das habe ich gar nicht gelesen, was er davor gesagt hat. Na gut, dann laufen wir nochmal zurück und pflanzen erstmal den Samen hier irgendwo hin. Ist schon wieder Sailor Moon Zeit. Ich glaube nicht. So. Der Samen. Der kommt hier hin. Yo. Mit Twin Tiger Blade geht das auch. Okay. Oh, das ist eine Blume, da blaue Blume. Ich bin sicher, dass es davon mehr gibt. Oh. Gut, dann schauen wir mal, wo wir hier noch alles blaue Blumen finden. Da sind schon mal keine. Die hier, glaube ich, brauchen wir erst später, aber ich kann da trotzdem mal schauen. Stimmt, bei Twin Tiger kommt noch Power Blade. Fischi, Fischi, Fischi. Hm. Hat nichts gebracht. Da drüben gibt es ebenfalls blaue Blumen. Prüfen wir das mal. Okay. Quatsch. Dann suchen wir nach blauen Blumen. Da unten haben wir noch einen. Da hinten sehe ich schon wieder einen Schmetterling. Von daher, wenn das Spiel meint, hey, hier musst du hin, dann sage ich, okay. Dann gehe ich hier hin. Ah. Wenn ich immer noch frage, wie... Na egal, irgendwie hat der Fisch das schon geschafft. Alle, hopp. Leute, ist Oberpro-Gärtner, ganz genau. Er muss nur irgendwo eine Blume pflanzen und instant wächst einfach mal im ganzen Wald. Auch an einigen Stellen die Blumen. Und der weiße Samen. Weißer Samen. So, können wir alle heilen. Ich muss sagen, die Fähigkeit von Rain ist echt praktisch, dass sie auf Speicherpunkten nur ein TP zum Heilen benutzt. Okay, irgendwer da hinten hat gerade nichts zu sagen. Na dann. Dann pflanzen wir hier nochmal die dritte Blume hin. Und da haben wir noch mehr. Wunderschön. Ist was eine weiße Blume gewachsen. Ich bin sicher, von denen gibt es weitere. Gruß von Malte. So, Leop. So. Nimm uns mit, starker Adler. Der ist mindestens genauso stark wie die Tauben aus Shadow of the Colossus. So, dann wollen wir nochmal ausprobieren. Nehmen wir mal nach oben direkt. Hammer Rain. Und Sonic Sword Rain. Stardust Rain.
Das ist nebenbei die Attacke, mit der man die höchsten Kombos in diesem Spiel schaffen kann. Die kann im besten Falle... Ja. Keine Ahnung, wie viele. Weit über... Jetzt kann man die Attacke noch hinbekommen. Ich glaube, wenn man viel Glück hat, kann man da sogar gut und gerne 50 Hits mitbekommen. Allein durch die Attacke. Was doch ziemlich krass ist. Wir haben wieder ein bisschen Fleisch bekommen, sehe ich gerade. Das heißt, wir können nochmal kochen, oder? Ja, sehr schön. Und wofür bin ich jetzt hierher gekommen? Und tschüss. Ja komm, Sonic Sword Rain und Sword Rain Alpha ist eh genau das gleiche, so vom Level her. Das ist beides Level 2 Sword Rain. Von daher geht beides. Oh, meine Güte. 5 sind hier zu viele, Genius. Jetzt mecker hier nicht rum. Du haust doch eh alle mit deiner Magie kaputt. Eruption. Sieht eigentlich aus wie bei Chrysair. Okay, okay, okay. Wie sieht's bei dir aus? Okay, auch auf dem besten Wege. Eruption. Gut, nochmal Wasser des Lebens. So. Was können wir noch machen? Obstsalat oder Nudelauflauf? Da machen wir doch einen Nudelauflauf. So, einmal hier rüber. So, und jetzt... Ja, wir schmeißen mal die Holzkiste runter. Das Geräusch, wie die runterfliegt. Tja! So, wieder mal an unseren starken Adler mal festhalten. Ist hier auch irgendwas gewachsen? Nee. Okay, dann ab wieder in den hinteren Screen. Den kleinen hier mit. What the fuck? Die sehen aber hart aus. Die sehen wirklich krass aus. Air Thrust. Ich mach dir Hunger? Nudelauflauf. Bescheidert. Dann können wir noch einmal einen Obstsalat. Aber nicht du, sondern... Ja, komm. Wer ist denn ein Obstsalat von Presair, auch wenn sie den wahrscheinlich nicht so gut hinbekommt? Ah, ich muss nach hinten, sehe ich gerade. Komm, ich dachte da hinten. Ah, okay. Weg gefunden. No problem. Und dahinter ist... Nichts verstanden. So, dann einmal. Badam. Und da haben wir eine Emirfrucht. Ist das eine Emirfrucht? Dann, wir kommen nicht dran und im Wasser schwimmt ein gefällig aussehender Fisch. Wir könnten gegen ihn kämpfen, aber das ist auch so umständlich. Ob diese Kleinfische uns helfen können? So, und wir folgen jetzt einfach weiter den Schmetterlingen. Wir müssen eigentlich selbst nicht ein Stückchen nachdenken. Wir gehen einfach immer weiter, gehen quasi hier hin. Oh, da ist ein Schmetterling. Schnell, drücken wir einfach mal. Also an sich ist es kein Dungeon, wo man wirklich nachdenken muss. Das ist einfach nur ein Dungeon, wo man ständig hin und her gehen muss. Nom, 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 nom. Ja, ganz viel hin und her und... ständig irgendwas hier aktivieren. Lieber nach vorne. Sonic Sword Rain und Hammer Rain. Na schön hier. Ja, der hat jetzt nur 16 Mal getroffen.
Mal gucken. Ich werde das einfach mal ein paar Mal ausprobieren. Oh, ich habe jetzt Sonic Sword wieder drin. Ups. Ich werde es einfach mal ein paar Mal ausprobieren. Rising Falcon. Und vielleicht schaffen wir es irgendwann mal. So. Hey, ihr seid den Obstsalat fertig gemacht. Richtig. So, und damit... Oh, wir können ja doch noch einmal kochen. Na dann. Ja. Schauen wir, ob wir vielleicht irgendwann mal eine etwas größere Kombo hinbekommen. Ja, theoretisch müsst ihr nicht wirklich nie mehr ins Wasser steigen. Ihr müsst einfach nur mal kurz reinhauen. Oder mit Colette fliegen. Oder ich habe keine Ahnung, womit man es noch alles machen könnte. Genius macht ein bisschen Wind und schiebt dann einfach schießt die Frucht einfach aus dem Wasser raus. Oder ich weiß nicht. Regal springt aufs Wasser und springt dann wieder runter, weil ich wette, Regal kann auch auf Wasser laufen. Bei seinen Beinen. So, wo ist denn das nächste? Da vorne. Na, wobei doch, mir fällt gerade ein, noch ein kleines bisschen müssen wir doch selbst hier auch machen. Wir müssen nämlich nachher so eine kleine Timing-Sache noch zwischendurch schaffen. So, wir wollen auch wieder ein paar Sachen runterschieben, das Ding weiter runter. So, jetzt muss ich erstmal wieder, glaube ich, ein bisschen was vorbereiten. Ich habe da mal was vorbereitet. Oder ich werde da, glaube ich, ja noch was vorbereiten. So, mal schauen, wie sieht's hier aus? Der Fisch da. Wer macht das ein Revier? Wenn er um schwimmt, scheint er unachtsam zu sein. Leute, warum lässt du dich von einem Fisch ablenken? Ich glaube, ich habe ihn nur beobachtet. China könnte auch einfach Undini beschwören, das stimmt auch. Es gibt so vieles, was wir hier theoretisch hätten machen können, einfach mal damit wir es etwas einfacher machen, aber nein. Wir müssen den Hard-Mode nehmen. So. Von der Seite einmal angegriffen, müssen wir auf die andere Seite nochmal fix rüber. Do the Hard-Mode und so, ne? Wir müssen, damit sonst ist es ja kein Rätsel. Hey, komm. Es muss ja irgendwie alles in ein Rätsel verpackt werden und dann dafür und sowas. Ne? Sui-Modus, ganz genau. Macht die Dinger schwerer, als sie sind. So, war das hier? Da drunter muss ich irgendwie hin. Komm ich denn da noch hin? Ist irgendwo noch was zum Fliegen? Hm. Ja, wo wir gerade hier sind. Rain, aber heilen. Danke. Tschüss. Kann ich denn da noch mal hin? Oben vielleicht? Ah, da. Okay, gefunden. Champions. Etwas wird aber auch noch ziemlich schon fast fertig haben, oder? 49 Mal, ja. Und Dual Race Rust ist auch schon fast fertig. Sehr schön. Eruption. Dann nehme ich wieder die Kamek, indem ich einfach auch angreife. Aber ich glaube, ich lasse sogar Genius einfach länger drin. Er kann dann die anderen Attacken auch schon trainieren, die er noch für den Level-Up braucht. Und Obstsalat gescheitert. Dumm. Aber der Leut spießt die Frucht mit seinem Schwert auf. Es gibt so viele Methoden, das sich sehr viel einfacher zu machen. Und wir müssen natürlich den umständlichsten Weg von allen nehmen. Und BAM! Felsen weg. Irgendwie sieht es aus, als wäre ich einfach gerade über den Boden gezogen worden. Das sah interessant aus. So, kann man von hier... Ja, okay. Wir kommen wieder zurück. Und der ist immer noch am Fressen. Hui.
Schon mal lange zu essen an dem Teil. Ach ja. Hier mal runter. Und. Du. Hätten wir den Fisch weiter oben, ich sag mal, beschworen, wäre er mit der Ymir-Frucht voll in die. Ja, ins Maul dieses großen Fisches da hinten gelaufen. Geschwommen. So. Lass mal gucken. Ich glaube. Jetzt. Nein, wieso bleibst du stehen? Wie der Fisch mich verarscht hat. Ich dachte, der schwimmt einfach direkt weiter und dann bleibt er an der Stelle natürlich einmal stehen. Ah, die Sau. Also der Fisch. Die Fischsau quasi. So, wo wir gerade hier sind, holen wir das mal schnell. Moment, wieso hier? Nein, ich bin am falschen Baum. Derp. Ich mag den Ymir-Wald nicht. Nope. Kein bisschen. Zumindest ist die Musik schön. So, dann hier nochmal hin. Und hier hin, ach ja. Dieser Wald ist doof. Der nächste Dungeon wird auch doof. Mag sie nicht. Danach wird aber alles wieder schön. Los, kleiner Fisch. Schwimm vorbei am großen, bösen Fisch. Du könntest auch so lange füttern mit den kleinen Fischen, bis er satt ist. Wer wird denn dann irgendwann heißt, oh meine Güte, Leute, du kriegst auch gar nichts mehr hin, Marte, lass mich das mal machen. Dann angeln die sich einfach die Frucht aus dem Wasser oder so. Nochmal der ganze Weg. Von den ganzen Dungeons, die wir bisher in Symphonia hatten, welcher hat euch am wenigsten gefallen? Und welcher hat euch am besten gefallen? Also ich kann sagen, wobei. Ich muss mir überlegen, Ymir-Wald. Dunkelheit oder Mil-Tokyo-Kanalisation. Welcher wäre auf Platz 1? Jetzt beobachten wir den Fisch erst einmal ein bisschen. Wenn ich dem Fisch jetzt sagen will, er sollte losschwimmen, dann schwimmt er. Ja, dann hat er mehr als genug Zeit. Du siehst den kleinen Fisch da nicht. Nein, du siehst ihn nicht. Geh da weg. Geh ganz weit weg. Gut. Also wäre es auf jeden Fall die drei. Ich wüsste jetzt gerade, ich könnte mich, glaube ich, nicht hier noch einigen, welcher von den dreien am schlimmsten ist oder von dem, der noch kommen wird. Wobei ich glaube, würde sogar fast sagen, der jetzt noch kommt, ist der schlimmste Dungeon für mich. Geh weg. Danke. Schlimmste haben wir hinter uns. So, wo musste ich denn jetzt nochmal hin? Ja, die Schmetterdinger werden es mir schon sagen. Ich glaube hier hinten. Ja, da hinten müssen wir hin.
Da, wo die erste blaue Blume erschienen ist. Zack. So. Und du schiebst jetzt die Frucht da vorne hin. Und wir können sie jetzt einfach nur noch einsammeln. Oh yeah. Das hat aber gedauert. Oh ja, du sagst es, Leute. Meine Güte. Sammel das Ding auf. Ihm mir Frucht gefunden. Yeah. Ist eine Truhe hinter? Hab ich schon geholt? Nee, hab ich nicht. Resistenz gefunden. Yay. So, auf zu dem kleinen Kind. Ab nach Heimdall. Wir haben schon sehr vieles gemacht. Wir hatten auch schon wieder Kratos in unserer Gruppe. Und der ist wieder abgehauen. Und wir sind wieder dabei, Colettes Krankheit zu heilen. So. Heilen. Wo wir gerade hier sind, können wir eigentlich auch mal speichern. So. Na, Kleiner, ich habe hier was für dich. Ja, das ist die Emilfrucht. Wie versprochen, bring sie deiner Mutter. Vielen Dank. Sie sagen, Menschen seien rücksichtslos. Aber ihr seid anders. Vielen, vielen Dank. Hier, das ist für euch. Metallsphäre. Okay. Why not? Verborgene Stadt der Elfen. Heimdall. Dam, dam, dam. Oh, Kratos. Hi. Ihr habt es also bisher geschafft. Was? Du weißt also, wie Colette geheilt werden kann. Und wenn ich es wüsste? Warum hilfst du uns? Warum gibst du uns Tipps, wie wir sie retten können? Woher wusstest du, dass Colettes Engeltoxikose dieselbe Krankheit ist, wie einer der Gefährten des Helden Mythos hatte? Und was hoffst du zu erreichen, indem du das fragst? Naja, die Zeit ist knapp. Beeilt euch. Dies ist die Stadt der Elfen. Halbelfen haben keinen Zutritt. Wie bitte? Es ist eine Schutzmaßnahme gegen jene, die unsere Stadt ins Unglück gestürzt haben. Wenn ihr das nicht akzeptiert, dürft ihr auch Menschen nicht eintreten. Leute, wir warten hier. Wir überlassen die alles weiter dir. Na gut. Mythos den Helden zu erwähnen, ist in der Stadt tabu. Wieso? Wir müssen uns nicht rechtfertigen. Befolgt einfach die Anweisungen. Okay. Wenn ihr es sagt. Beziehungen zwischen Elfen und Menschen sind nicht gut, aber wenn sie Schwierigkeiten checken, helfen wir uns gegenseitig. Ja, das ist wahr. Wenn man in Schwierigkeiten ist, sollte man sich schon helfen. Das machen intelligente Menschen so. So, untersuchen wir mal die Stadt nach Hunden. Da gibt es nämlich ein paar. Zwei. Und da oben sehe ich schon einen. Der kleine ist Koko. Koko. Zutritt ist verboten. Gut, ich gehe ja schon. Dann kann sie doch gleich auch nochmal hier ein bisschen rumlaufen und wieder jede Frau anmachen. Hallo, junge Dame. Seid ihr Kunden? Jetzt gerade nicht. Wir untersuchen die Stadt gleich mal noch ein bisschen weiter. Die ganzen Läden und so. Ich suche gerade noch einen Hund. Ich meine, hier war noch einer. Dahinter. Hier hinten. Suddenly Hund. Griff! Oh, das ist Cookie. Ist die nicht süß? So. Selos, du bist dran. Hallo, meine Schönheit. Das sind Leute wie du, die Tragödien verursachen. Das streite ich nicht ab. Okay. Selos erzeugt Tragödien. Okay. Was? Was stand da? Wer bei dir vorbei will? Muss mich erstmal besiegen. Ach, gerne. Komm her. Kriegst aufs Maul. Zuckerpüppchen, wie geht's dir? Solange du hier im Ort bist, sollst du vielleicht nicht zu viele Scherze machen. Okay, aber das ist halt meine Art. Verzeihung. Ja, schon gut. Ja, gib mir ein Ei. Wieso ja? Hallo, meine Schönheit. Was soll das denn? Gleich werde ich sauer. Das ist nur eine Begrüßung. Nehmen Sie es nicht eher so ernst. Oh, ach so. Ich bin etwas zu weit gegangen. Schön, wie die alle hier einfach überreagieren. Hallo, meine Schönheit.
Was soll das? Du kannst doch einfach so nicht nur zu mir sagen. Diese Stadt ist wahrscheinlich nicht der beste Ort dafür. Entschuldigung. Das Kaff ist langweilig. Okay, wenn du sagst. Naja, weibliche Elfen sind ja auch im Endeffekt weiblich. Und das wird bei allen weiblichen. Nein, nicht. Mit Menschen sind diese Dinge verboten. So, so. Diese Dinge also. Oh, sag ich was? Als kein Aeonis mehr da war, ändert sich das Leben der Elfen. Aeonis, ist das nicht nur ein Märchen? Aeonis leitet Mana sehr gut. Die Elfen verwenden es daher für Schmuck. Aber im Alten Krieg ging fast alles verloren. Wo bekommt man Aeonis? In Deris Kalan. Die Elfen brachten es mit, als sie ihr Mutterland verließen. Die Elfen kamen aus Deris Kalan? Ja, und jetzt leben dort Halbelfen, als gehöre es ihnen. Es ist unsere Heimat. Aeonis, das gab es also wirklich. Ich frage mich gerade, ob das eine neue Sidequest ist. Ich kann mich gerade nicht erinnern, davon mal in der GameCube-Version was gehört zu haben. Ist das ein Junge oder ein Mädchen? Ein Junge. Tod wird verboten. Da aber. Vermisst. Wofür hältst du dich eigentlich? Nicht aufregen, das war nur ein Scherz. Wie einfach von jeder hier angemacht wird. Dafür, dass er sie hier anmacht. Ich fasse nicht, für wen hältst du dich? Oh Gott. Er hat es echt nicht leicht. Und ich merke gerade, kann es sein, dass es hier nur Jungen gibt? So kleine Jungen? Das soll aber Witz sein. Reiz mich nicht. Okay. Ist gut. Und die hatten wir schon geredet. Das wird zum Ältesten. Das ist nichts. Kommen wir wieder mal nicht vorbei. Hier hat sich nichts verändert. Alles wie immer. Das ist die verborgene Stadt der Elfen. Ja, wir sollten uns helfen. So, könnten wir ein bisschen einkaufen gehen. Oh, hier ist sogar noch ein anderer Typ. Mist. Ach, bist du auch als Bruder des Königs hier? Na, fast. Rüstungsladen. Das wird teuer. So, einer davon. Einer davon. Eins davon. Einer davon. Ein davon. Die Handschuhe will ich nicht. Doch nicht so teuer, wie ich dachte. So, der hat schon alles. Die Runenzierde ist nicht besser. Auch nichts Neues. Die Runenzierde für dich. Der Runenpanzer, der Runenhelm. Das Runengewand. Die Runenrobe. Okay, das war's schon. Vielen Dank. So, willkommen im Waffengeschäft. Moment. Gucken wir mal der Anpassungsschmiede. Vasier Rapier. Oh, können wir sogar herstellen. Sonnenschakram haben wir. Gladius haben wir. Zerstörer. Könnten wir auch herstellen. Moment, mystisches Kraut? Gut, brauchen wir nicht nochmal. Macht das Kristall Zamver, Reflekt. Oh. Können wir sogar zweimal herstellen. Wobei, weißes Silber? Kein weißes Silber, kein weißes Silber. Oh, so ein Panzer haben wir. Ich will aber noch einen herstellen. Traubnier. Könnte ich dreimal herstellen. So, schauen wir erstmal. Einmal den Vasirapier. So, dann einmal den Zerstörer. Den Reflekt zweimal. Den Sonnenpanzer einmal und den Traubner kann ich immer noch dreimal machen. Wow. Cool. Dass ich alles direkt machen konnte. Jo. Schöne Sachen. Was war da noch? Reflex. Okay. So, den Zerstör... Wow. Mit über 1000 Angriff. Yay. Sonnenpanzer hast du schon. Sonnenpanzer dich war das noch. Raubnier. Ah, genau. Reflekt für dich. Der Raubnier für dich. Der Raubnier für dich. Und das war's. Djangos Khan? Genghis Khan? Deris Kalan, Jeris Karl. Genghis Khan? Kids, etwa um Geschichte. So, Zeughaus Zwielicht. Das klingt interessant. Kaufen wir einmal ein Polarlicht, den Runenstab haben wir.
Jaxa, Gladius haben wir, Himmelschwert, ja, haben wir auch. Donnerachs brauchen wir nicht mehr, Machtschlusskristall haben wir. Okay. Dann. Nein. Nein. Wen hab ich jetzt noch Waffen gekauft? Genau, für dich, Jaxa. Und eine für Genus. Hey, wir haben doch nicht so viel Geld ausgegeben, wie ich dachte. Immer noch 149.000. Aber dafür haben wir eine Menge Sachen geschmiedet. Das ist auch gut. Hab ich vermisst sogar ein bisschen. Da kann man wohl nichts machen. Was? Okay. Da kann man halt nichts machen, ne? Da ist nichts. Ich habe mich noch nie gesehen. Bla bla bla. Geht irgendwie behilflich sein. Und hier gibt's den Zubehörladen. Ah, perfekt. Und keine heiligen Augen. Heiligen Augen? Magischen Augen. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe gar nicht nach dem Wunderkoch geachtet. Auf den Wunderkoch geachtet bisher. Wollen wir da nochmal rein? Ich war ja. War das hier? Nein, nein. Du. Nein. No Wonder Cook hier. So, dann gehen wir noch rüber ins Inn. Vielleicht ist er ja im Inn. Wer weiß. Das scheint auch nichts zu sein. Hallo, Madame. Was redet ihr denn da? Gut, da halt nicht. Hier irgendwo. Wunderkoch, Wunderkoch, Wunderkoch. Kein Wunderkoch. Hab ich vermisst. Bitte lass das. Okay, man weiß jetzt auf jeden Fall schon mal, die Frauen in im Ymirwald sind nicht so angetan von Selos. Mein Stuhl ist halt irgendwie doof drauf. Na denn. Auf zum Oberhaupt. Wenn ich immer noch keinen Wunderkoch hier gefunden habe. Wo ist der denn los? Wo ist der denn los? Keine Ahnung. Na egal. Schau doch mal in das eine Haus, was wir da hinten noch hatten. Ups. Schauen wir hier nochmal kurz rein. Guck mal, wie ein Wunderkoch aussieht. Ja, das können wir mal durchlassen. Bitte könnte ich die Kiste da unten rechts mal untersuchen. Ah, jetzt kann ich durch. Nein, nicht. Wieso kann das Kind dahin, aber ich nicht? Kind, geh weg. Ich habe das Gefühl, wenn ich da reingehe, komme ich nie wieder raus. Nee, okay. Hier ist schon mal kein Wunderkoch drin. Vielleicht aber drüben beim Häuptling. Haben wir hier hinter seinem Haus noch irgendwas? Nein. Na dann. Hallo. So was in deinem Haus aus wie ein Wunderkoch aussieht. Oh, du hast auf jeden Fall einen Hinterhof. Jo. Hallo Wunderkoch. Mit Gemälde. Ich bin der geheimnisvolle Wunderkoch. Du bringst uns den Rahmeintopf bei. So ziemlich alle Wunderköche jetzt schon gefunden haben. Wenn ich drüber nachdenke. Da fehlt uns noch eins, da fehlen uns noch zwei. Also wo wir die letzten vier bekommen, weiß ich, glaube ich. Aber die anderen vier dann noch, das weiß ich gerade nicht. Egal. So. Wie war das? Malablattkraut? Ja, wir brauchen das. Das ist eine wichtige Pflanze, die wir helfen, für unsere Magie benötigen. Könnte ich einfach jeder x-beliebigen Person sagen, wo sie wächst. Kann man da denn nichts machen? Oder die Pflanze stirbt eine Freundin von uns? Wie meint ihr das? Eine Freundin von uns ist krank. Sie hat Engelseffekt. Nein, chronisches Angelos. Chronisches Angelos Crystallus in Officium. Ja, genau das eben. Was? Das ist Martells. Deshalb hat Kratos also... Haben sie gerade Martell gesagt? Und was war mit Kratos? Was wollte der hier? Macht euch keine Sorgen wegen Kratos. Manablattkraut wächst in einem Gebiet südöstlich von hier, in der Latheon-Schlucht. Sie liegt tief in den Bergen, von Nebelschleiern umgeben. Zeig dem Wächter diesen Stab. Ältester, ich habe nichts weiter zu sagen, Menschen. Okay, dann halt nicht. Rahmeneintopf. Ja, so ein Bilderrahmen. Schön eingelegt. Dürfte sicher gut schmecken.
Na gut, dann können wir jetzt erstmal die Stadt verlassen. Verlasse ich das Nord. Jo. Dann gehen wir. So, ich möchte abkürzen. Zum Glück kann man jetzt ab jetzt immer abkürzen. Das ist so gut. Polarlicht war wirklich besser. Du hast da nichts Neues. Nee. Nö. Okay. Hier irgendwas Neues. Nö. Nö. Okay. Auch zu Latium Schlucht. Der schlimmste Dungeon von allen. Wir waren sogar schon mal in der Latium-Schlucht. Oder jedenfalls kurz davor. Das ist sie nicht. Ich bin minimal daneben geflogen. Das ist die Latium-Schlucht. Ihr scheint den Stab des Elfenältesten zu haben. Ihr könnt passieren. Was ist das für eine Blume? Wow, was ist denn das? Sie ist groß und schön. Nicht so ganz. Sie ist groß, aber nicht schön. Hey Leute, da drüben ist auch eine. Die ist eher groß und schön. Sieht aber anders aus. Das rechte stößt Wind aus. Rain, was ist? Ich habe schon mal in meinem Buch gelesen. Es gibt eine Pflanze, die Wind erzeugt, wenn sie gefüttert wird. Das ist unsere Rain. Ich verliebe mich jeden Tag aufs Neue in sie. Die Blume da drüben stößt Wind aus. Heißt das, ihr Futter wächst in diesem Tal? Ja, das wäre logisch. Rain, bilde ich mir ein oder ignorierst du mir letzter meine Liebeserklärungen? Wenn ja, sind diese Blumen vielleicht zu irgendetwas Nütze. Ja, das glaube ich auch. Plus ja, du und ich auch noch. Mann, Selos, bist du vielleicht endlich mal still? Sonst kann, so lassen wir dich hier stehen. Armer Selos. So. Ist noch mit dabei. Da ist auch noch. Also, Tidewave hat das schon. Ich müsste Thunderblade noch ein bisschen öfter einsetzen für Indignation. Das ist nämlich das nächste Level von Thunderblade. Okay, lassen wir es erstmal. Wir machen erstmal jetzt Earthrust und Eruption weiter. Du brauchst da noch ein ganz kleines bisschen. Danach kommst du ins Team und du wärst auch wieder nicht mehr so schlecht. Okay. Nichts zu den neuesten Kapiteln von irgendwas aus dem Shonen Jump. Das dürfte doch einige spoilern, die da nicht das gerade mitlesen. Rätsel magische Augen. Sollte aber reichen. Endlich mal. Ah, perfekt. Sogar mit Blitzschwäche hier. Rising Falcon. Mach die Attacke irgendwie. So, Collapt. Oh, Seedrachen hier. Oder Seedrache. Bevor ich ihn töte. Schnell. Danke. Sogar ziemlich unglücklich gerade hier. So, was haben wir denn hier? Noch mehr Truhen. Edles Granulat. Oh, die werden wir brauchen. Die werden wir brauchen. Ein Monster hinter. Hi. This is gonna be a piece of Tempest. Sonic Sword Rain. Holen wir es doch nochmal aus. Here we go. Wow, fast gar nicht getroffen. Ich sollte es vielleicht bei größeren Gegnern einfach ausprobieren. Ja, ich habe es gelesen, aber wie gesagt, bitte sowas hier nicht diskutieren. Diese Elfen machen mich echt wütend. Man kann es nicht ändern. Aus ihrer Sicht sind wir verachtenswert. Aber sie sind eine Halbelfe. Ist das nicht der Grund? Ist das nicht gerade der Hund? Weil sie sich ähnlich sind, hassen sie umso mehr. Das ist doch das Wesen der Blutfäden. Da haben wir nichts. Na dann, einmal hier rüber. Ach, gut, aber gerade so noch mit erwischt. Ach, das ist so. Ja. Oh, das ist ein neuer Gegner. Fast nicht gesehen. Todesnadel. Ich bin ein bisschen vergiftet. Was? Achso. Ist fertig. Perfekt. Sollte vielleicht eigentlich mein Gift heilen, aber... Passt schon. Ich sterbe ja nicht daran.
solange ich nicht angegriffen werde. Wow. War gerade dem Tod sehr nahe. I need antidote. No, I'm okay. Nein. Recover. Und dann haben wir noch First Aid. Ist aber noch billiger, einfach mal Nurse zu machen. Hm, egal. So, Colette. Du bist eigentlich fertig. Ich weiß zwar nicht, wie du die beiden hier noch lernst, aber wahrscheinlich musst du eigentlich einfach nur Poe Hammer oder sowas oder Triple Ray Thrust, Triple Ray Thrust Hammer Ray ein paar Mal benutzen. Egal. Colette ist jetzt erstmal raus. Dafür kommt Zelos rein. Du machst bitte ganz oft die beiden Attacken einfach nur. Kann ich ihn darauf einstellen, dass er nur die machen soll? Ja. Nur Fähigkeiten einsetzen. Hey, das ist ja Kirima. Ich hätte nie gedacht, dass das an einem solchen Ort wächst. Stimmt, das ist eine gute Zutat. Komm, nehmen wir welche mit. Man weiß nie, was man so braucht. Yay, Kirima. Ganz viel Kirima. More Kirima. Ja. Achso, unsere Tassen sind schon voll. Ich könnte jetzt theoretisch eigentlich ganz viel Obstsalat machen. Ich mach stattdessen die anderen Sachen. Hier geheilt. Oh, wir können sogar noch einen Chawamushi machen. Wir sollen sie doch füttern, oder? Wie wär's mit deiner Kirima? Da drüben wachsen welche. Okay, ich versuch's mal. So, gib ihr Kirima. Die Blume ist gesund. 1, 2, 3 und jetzt. Fast. Warum hassen Elfen Halbelfen? Hey, hier haben wir die Frage. Was gerade im Chat kam. Sie sagen, Halbelfen haben das Dorf in ein Desaster gestürzt. Aber es gab schon Diskriminierungen, als ich noch in Heimdall war. Sie sind wahrscheinlich genauso wie Menschen. Wie Menschen? Nun, die Einstellung, dass alles, was sich von einem unterscheidet, unheimlich ist. Besonders, da die Halbelfen stolzer sind, als ihnen gut tut. Die Menschen müssen das müssen auch die Elfen. Hier in Heimdall werden sogar Leute und den anderen Menschen seltsame Blicke zugeworfen. Woher willst du das wissen? Du warst nicht drin. Das ist einfach nicht richtig. Ich hoffe, eines Tages werden die sturen Elfen es verstehen. So, jetzt nochmal. 69 Viewer-Hype. Yay. Schon wieder. Mache dich zuerst. Rising Falcon. So. Der Vergifter ist weg. Jetzt können wir uns hier um die anderen kümmern. Oh, wir haben mal Mango bekommen. So. Das eine Chawamushi ist jetzt auch weg. Vielleicht brauche ich ab und zu mal ein bisschen Obstsalat. Ja doch, hier geht es sonst nirgendwo weiter. Danke nicht mir, danke dem Spiel, dass er gerade genau die eine Plauderei damit aufgeführt hat. Aber es ist ja gerade wahrscheinlich sogar ein guter Zeitpunkt gewesen, das mal zu zeigen. Jetzt, wo wir gerade Venus und Zelos sogar zusammen im Team haben, können wir mal so ein bisschen Rock Mountain machen. Nee, Rock Pillar hieß das ja hier. Machen wir es aber mal nach vorne. Stalagmite und Grave. Here we go! Grave! Ja, Rock Pillar. Ich kenn's halt immer noch deinen Namen Rock Mountain, aber gut. So easy.
So, ich glaube, auf dem Stream haben wir schon mal so halbwegs alles. Und manche Gegner verstecken sich echt gut unter den Bäumen, muss ich sagen. Au. Ja, natürlich Nadeln kannst du sonst nur hinstecken. So, Sinus, wie sieht's aus? 32, 49 mal. Oh, er hat bald Cyclone. Sehr gut. Alright, Cyclone! Wunderbar. So, dann bleibt nur noch Eruption. Na, wir brauchen keine TP-Heilung gerade. Sieht alles noch super aus. Jo. Da unten sind wir schon wieder eine weitere Waffe der Finsternis. Ah, und ein Erfahrungsgame. Ich könnte wieder ein paar Erfahrungsgame verteilen, eigentlich. Irgendwie passt der Fisch hier nicht so ganz in die Gruppe. Ein Tosilla. Okay. Wow, das hat mich schon fast getötet. Und tschüss. Der Martin ist so ziemlich keine TP verbraucht, merke ich gerade. Und ich bin kurz vom Overlimit. Rain, gib uns mal einen Healing Circle. Ne, das reicht auch aus. Healing Circle ist mir zu teuer. So. Hey, eine Bille im Schlüssel vibriert. Dann ist das. Okay, dann machen wir sie mal auf. Diabolo gefunden. Das ist, glaube ich, Pluseas Waffe. Ich wusste, es ist eine Waffe der Finsternis. Ich will jetzt nochmal mal etwas. Seine haben wir. Ja, ihr Diabolo haben wir. Seine fehlt. Ich weiß, wo sie ist. Seine beiden haben wir. Ihre haben wir. Seine fehlt und ich weiß, wo sie ist. Ihre fehlt und ich weiß, wo sie ist. Und ihre haben wir. Perfekt. Besser könnte ja gar nicht laufen. So, was haben wir hier? Kirima. Mal ein paar flüchten. Flüchten? Ja, fast. Pflücken. Die müssen wir einmal füttern mit Kirima. Damit uns darüber schießt. Haben wir irgendwas? Nee. Können wir mal kurz darunter holen uns die Truhe. Noch eine Level 3. Ich sollte so langsam echt ein paar mehr Erfahrungsgemmel verteilen. Schon so viele, glaube ich, irgendwie das Gefühl. Sheldra. So, manche Monster haben sind echt interessant. Rising Falcon. Okay, jetzt hör auf damit. Eruption. Und du überlebst noch lange genug für einen Rock Pillar. Don't run! Wie will er denn davor weglaufen? Und fallen gerade mehrere Steine auf den Kopf. Ne, wir brauchen noch eine Macht der Rune, was? Wir droppen echt ein ordentliches. Kann ich damit eigentlich wieder mal was ordentliches umwandeln? Das könnte ich umwandeln, das könnte ich umwandeln und das Glück der Geister könnte ich umwandeln. Nichts, was ich jetzt gerne verwenden würde, von daher. Ja, und dafür mag ich das auch nicht so ganz. Das Timing hier ist manchmal ein bisschen doof. Okay. Und aufhören, schon nicht mal nachzuschauen. Irgendwann wird das schon noch lernen. Hier habe ich meine Arzt aber mal eingesetzt. Ja, okay. Tiger Blade hat schon ihr Maximum erreicht. So oft, wie ich das einsetze. Tiger Blade ist eindeutig mein Lieblingsarzt von Lloyd. Düdü. Nurse. So, was haben wir denn hier oben noch? Ah, Amango.
Hier wächst der Mango. Essen ist pflanzlich noch Kirima? Weiß nicht, aber vielleicht bauen wir später welche. Jo. Dilf. So, pflücken. Und unsere Taschen sind voll. Okay. So. Das führte mich jetzt, glaube ich, nur zurück. Wieso bist du so schnell wieder respawned? Ich wollte gucken, wie ich diese... Ich bin ein bisschen daneben. Oh gut, dass er mich vergiftet hat. Gute Arbeit bisher. Halt ihn auf, bis ich ihn töte. Demon Fang! Ich wollte mich eigentlich hier wegpusten lassen, gucken, wo der mich hinführt. Nope. Wenn man das einmal so ganz knapp verpasst, dann reicht es die Zeit nicht aus, dass man einfach direkt danach nochmal macht. Ich denke mal, das bringt mich wahrscheinlich nur wieder zum An. Ne, das schmeißt mich runter. Okay. Dann haben wir das auch mal gesehen, wie wir hier auf die Fresse geflogen sind. Okay. Das ist wieder die Tarsilla. Wahrscheinlich. Schnell! Mann. This is gonna be a piece of cake. No way! Oh, feine Kombo. Sehr schön. Na, Kribier. Was ist das? Was habe ich da gerade bekommen? Ah, okay. Erhöht die Treffsicherheit um 10%. Na gut. Why not? So, weiter nach. Wo kamst du denn plötzlich her? Ich hätte aber gut im Gebüsch versteckt. Ich habe noch zwei von den Dingen, die vergiften können, ne? Ach komm. Rock Mountain. Nein, Rock Pillow. Pillow? Pillar. Rock Pillar. Wie gesagt, habe ich gestern immer eigentlich Rock Pillow gesagt? Und deswegen habt ihr es immer wieder in den Chat geschrieben? Natürlich, weil ich genau den erwischt und nicht erwischen wollte. Crescent Dark Moon. Was hast du denn da gelernt? Ich hab die Ausrüstung. Crescent Dark. Ach da! Nee, das ist Crescent Moon. Ach da, Crescent Dark Moon. Da haben wir nichts. Auf der Seite. Auch nichts. Na gut. 50% output should be Rising Falcon. Wie fliegen meine Gegner ständig weg? Moment, was? Na 9? Achso, ich bin verrutscht in die Zeile. So, Moment. Genau, von dir möchte ich mich einmal runterschießen lassen. Wieso hat die jetzt nicht gemacht? Jetzt? Danke. Hui! Plot. Die ich für deine Lehrer? Schieß mich mal nach da hinten. Gab es hier die Sternkappe? Ja. Das war eins der Items, die mir bis zum Ende noch hingefehlt haben bei einem Run. Oder allgemein. Weil das, glaube ich, der einzige Ort ist, wo man die bekommen kann. Und ich mehrmals einfach mal vergessen habe, mich hier runterschießen zu lassen. So. Oh.
Edelschild. Sehr schön. Timing wieder verpasst. Und jetzt nochmal. Danke. Ah, hier unten landen wir nochmal. So, Edelschild. Du möchtest hier so einen ganz edlen Schild haben. Natürlich möchtest du das, mein lieber Kratos. Nein, fast. Mein lieber Selos. Schnell, bevor das Monster wiederkommt. Monster sieht mich nicht. Monster sieht mich nicht. Monster sieht mich nicht. Monster sieht mich immer noch nicht. Und tschüss. Ich hätte mich schon fast wieder darüber schießen lassen. Wir müssen hier oben hin. So. Die hier müssen wir jetzt einmal nochmal wieder beleben. Die schießt nach oben. Hab ich beinahe übersehen. So, hier gibt es nochmal ein bisschen Kirima. Mal sehen, mal schauen. Ich habe das Gefühl, ich muss hier nach links rüber, aber irgendwie auch nicht. Nehmen wir erstmal dich mal wieder. Schauen wir mal darüber. Und wieder Timing verpasst. Ich würde mich da nicht, glaube ich, durchschießen lassen, wenn das Lava wäre an der Stelle mit der Sternkappe. Ist ein bisschen gefährlich. Minimal. Also, ich werde mich hier schon wieder vergiftet. First Aid. Mal was anders. Gib mal ein Wundermittel rüber. Kann es sein, Genius? Ist es? Noch nicht dein letztes Mal. Schade. Ja, Leute, du hast genau ein KP zu viel. Wie kannst du es wagen? Okay. Das ist die nächste Eruption, wird dann ein wunderschönes... wunderschönes... Explosion. Könnte ich da eigentlich schon rüber? Auge schon, ne? Mal hier rüber. Dann hier rüber. Und durch den mit nach oben. Schauen wir uns mal hier noch ein bisschen um. Flammenschienen. Regal. Hast du nicht letztens erst zwei neue Waffen bekommen? Ach ja, whatever. Toroid. Möchte ich nicht. Neue Waffe für Colette. Wir dich noch. Du schießt auch nach oben. Von hier aus. So, Genius, zeig uns eine wunderschöne Explosion. Das ist keine Explosion. Immer noch nicht. Genius? Wie sieht es bei dir aus? 20? 6 Mal? Hä? Moment mal. Ich habe dich eingestellt, dass du nur Fähigkeit und Magie einsetzen kannst. Und du greifst hier normal an? Selos? You broken? Ich glaube, mein Selos ist kaputt. Natürlich greife ich den einen an, der ganz alleine dort steht. Mein Selos ist kaputt. Der gehorcht seinen Befehl nicht. I'm just too pretty. Seriously. Oh, China erhält Cyclone Seal. Sehr gut. Ach, Selos. Wieso gehorchst du nicht mal deinen Befehlen? So, hier mit einem Demonfänger und seine Klaus aus Level 1 Sachen und kannst die zu schön zueinander ketten. Sonst ist hier nichts weiter. Dann ab mal wieder runter. Dass Selos kaputt im Kopf ist ja nichts Neues. Ja, das stimmt.
So, hier haben wir noch Kirima. Da geht's mal wieder zurück. Ich glaube, hier geht's auch nur wieder zurück. Ein Moment, da war noch was, ne? Ich werde es wahrscheinlich bereuen. Ich mach's trotzdem mal. Wenn ich denn von dem Ding mal getroffen werde. Schauen wir mal. Hui. Ja, okay, wo ist das doch? Die Truhe, da war noch eine Truhe. Nein! Erfahrungsgemäß Level 4. Hallo? Ach, Spiel. Danke. Das musst du mir jetzt nicht nochmal antun. Ein Schock war schon genug. Ganz an den Anfang. Oh Gott. Das Spiel weiß das aber auch zu übertreiben. Das Spiel weiß das aber auch zu übertreiben. Au, ich hab mich überlegt. Das ist genau wieder die Schwäche. Thunderblade. Do not think ill of us. Na, wenigstens wurde ich noch rübergeschossen. Ach, ich hasse diesen Banditen. Ich hasse ihn. Und die Gegner lassen mich auch nicht in Ruhe. Falcon. Jetzt habe ich den Flitschen gelernt. Moment, wieso? Achso, stimmt, weil Fire Devastation und Razor of Infliction. Gut, jetzt noch die anderen beiden, dann ist sie auch bald fertig. Dann kann Zelos. Nein, dann kann Griegel ins Team. Ich glaube, ich muss bald mal so ein bisschen Zelos kontrollieren. Na dann, wir nehmen ein bisschen Zelos. Dann kann auch Griegel jetzt schon ins Team. Muss er noch hier morgen was lernen? Colette muss die ein paar Sachen lernen. Du musst Revitalize lernen, du musst nichts lernen. Okay, dann kann auch bald wieder Colette ins Team. So. Hier haben wir Demon Fang. Fierce Demon Fang ist... Ja, das muss einmal gelernt werden. Und Lightspear Cannon. Wobei machen wir das anders. Irgendwo Lightning Blade. So. How to control Zelos. Be a Domina. Yo. Fast. Da leitet der Cannon hin. Die Beine können wir nicht entfernen. Dann laufen wir mit Zelos rum, wenn wir ihn schon kontrollieren. This is gonna be cake. Vielleicht würde ich die Reihenfolge einfach anders machen. Ja, das klappt schon viel besser. Jetzt setzt auch wenigstens mal jemand die Attacken ein. Ich brauche halt nur Unmengen an TP dafür. Sollte Zelos den Ring geben. Machen wir mal kurz weg. Lloyd, machen wir weg. Und du kriegst den Feenring. Wie viel kosten meine Arzt denn dann? 2, 13, 8. Okay, das geht schon wieder. Ich kann halt quasi doppelt so viel einsetzen wie vorher. Nee. Nee, du kommst dran. Das erste Mal, dass Lloyd rausfliegt. Jo. Auch gerade irgendwas machen an
Ja, ich könnte. Und zwar... Glaube ich jedenfalls, oder? Nee. Nee, 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 könnte ich nicht. Nee. Ich kann noch was, was ich gerade machen könnte. So. Eruption. Wobei funktioniert mit Explosion und Fire Destruction? Würde mich interessieren. Yay! Zelos, du bist ein Held. Zelos, du bist unser Held. Nein, hast du gut getroffen. Nur 13 Kirima, okay, das passt. Meine Güte. Da lässt man Zelos einmal mitkämpfen und dann haut er erstmal voll die Urattacke daneben. Ich kann aber ein paar Mango mitnehmen. Mit dem Rücken dazu gepflanzt. Gepflanzt? Gepflückt. Der kleine Zahnstocher ist irgendwie doof, den ich da habe. Den kann man nicht richtig kämpfen. Ich möchte eine richtige Waffe. Ich sollte vielleicht nicht so viel Obstsalat kochen. Ich verschwende mein ganzes Kirima dafür. Weil da oben bekomme ich hier wieder neue. Von daher passt's. Taschen sind voll. Okay. Okay, ich wollte gerade sagen, ich verpasse das Timing immer so perfekt. Aber wenigstens jetzt habe ich es noch geschafft. Lightspear. Hä? Achso. Ich dachte gerade, ich hätte was gelernt. So, das war Eternal Devastation. Da fehlt noch Eternal Damnation. Was haben wir da noch gleich? Genau, was soll Regal eigentlich einsetzen, fällt mir gerade ein. Ein paar Mal Healer wäre vielleicht nicht schlecht. Spin Kick haben wir oft genug. Weil das alles 50 Mal eingesetzt hat. Eagle Dive. Weapons Charge. Aber alles so, wie es dem gefällt. Fierce Demon Fang. Healer. Die Healer-Attacke von Regal ist auch mal recht interessant. Je näher er einem seinem Kumpel dran ist, der sie einsetzt, desto stärker ist sie. Oder desto mehr heilt es auch. Ich sehe gerade Precess kurz vom Overlimit. Ordentlich hinsetzen. Moment, Moment, Moment. Heißt das, wir haben gerade die Chance, Precess Overlimit zu sehen? Oh. Overlimit? Nein, Precess Mystic Art zu sehen, meine ich. Brauchen wir mal eben den Gegner. Techniken. Nehmen wir mal kurz Beast schon mal. Jetzt brauche ich nur Glück, dass es auch funktioniert. Wie hier kein einziger Gegner steht, ne? Da will ich mal Mystic Art ausprobieren. Nein, da ist kein Gegner hier. Leco Mio. So, mal gucken. Da müssen wir rüber. Moment, nee. Dich muss ich nochmal kaputt machen. Blume füttern. Gebt ihr... Moment, gar nicht. Ich möchte mich nur darüber schießen lassen. So, dich möchte ich nämlich füttern. Du bekommst einmal Amango. Gut, dass mich die andere nicht noch mitgenommen hat. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Ach, jetzt habe ich vergessen, die Rechte noch kaputt zu machen. Ja. Moment.
füttern Amango. Blume ist verwelkt. Nee. Ich hätte gerne einen Speicherpunkt, wo ich das mal kurz ausprobiere, damit ich mal speichern kann, um das gleich auszuprobieren mal. Füttern. Hier sonst nichts. Dann hätte ich das jetzt eh nicht mehr erwischt. Aber den. Ich überlege gerade, sah die Kugel früher anders aus? Ich habe irgendwie das Gefühl, als hätte sie früher irgendwie solche, keine Ahnung, Runen oder irgendwas sowas drauf. Und jetzt ist einfach nur so irgendeine Blubkugel. Eine Blubkugel. Jo. Hier ist einfach mal kein einziger Gegner mehr kommt. Damit komme ich da. Kurz mal ausprobieren. Ne, damit komme ich nicht da oben hin. Wo komme ich denn dann dahin? Okay. Na dann, schießen wir uns mal rüber. Hui! Boing. So, und da haben wir irgendwo unten mal eine Blume aktiviert. Die kann uns jetzt hier hochschießen. So, hier nochmal füttern. Oben hin. Ganz knapp nicht. Moment. Nein. Ach, ich hab ganz vergessen. Ja. Die olle Fresskiste. Halt euch mal alle bitte ein bisschen zurück. Wundermittel? Nein. Wow. Mal gut zu treffen. Macht wirklich gar keinen Schaden. Talent gescheitert. Nein. Komm. Yes! Wow. Sehr schön. So. Der ist tot. Regal, schmeiß mal bitte was anderes. Wir haben zumindest das Mystic Art mal gesehen. Na, das macht ein bisschen Schaden, ja. Genus, belebt mal bisher wieder. Das tut weh. Ja, zeig ich dir. So, Selos. Mach mal bitte gerade weniger heilen und dafür einfach mal so ein bisschen Magie hier. Ich halte einfach mal ein bisschen gegen. Wir haben es zumindest gesehen, das ist gut. So, Langstreckenmagie für dich. Und du schmeißt mal ein Item rüber. Infernal Ruin. Nee, Crimson Devastation ist das zweite. Das war nur das erste von ihr. Ja, zwei Mystic Arts. Wie so manche andere. Okay, Grave ist schon mal scheiße. Air Thrust. Love ya. Ja, Crimson Devastation macht man ungefähr auch so. Nur sehr viel schwerer. Für Crimson Devastation muss dann nebenbei noch das ganze Team tot sein. Und Crusher muss auf jeden Fall von den KP im roten Bereich sein. Also es ist wirklich Horror. Teilweise. Love ya. Selos, lass dich jetzt nicht töten, ne? Ja, Crimson Devastation ist auf jeden Fall das stärkste Mystic Art dieses Spiels. Also auch eindeutig die stärkste Attacke dieses Spiels. Denn die kann
echt gut reinhauen. So, Genus, schmeiß mal auch hier mal ein Citrus-Gel nochmal rüber. Was? Nein, nicht ihm. Der ist mir gerade ein bisschen zu nah an meinen Magiern. Ineffective. Oh Gott. Und weg. Danke. Minimal knapp. Aber wir haben das Mystic Art gesehen, also passt es. Technik. Rain. Machen wir wieder alles durch. Es war auch gerade sehr knapp. Ich hätte es auch fast nicht geschafft. Dank, ja. Dadurch, dass es Talent ist. Es ist leider so ein bisschen glücksabhängig, dieses Mystic Art auszuführen. Ach, jetzt hab ich dich ja zum Magier gemacht. Stimmt ja. Das ist ja, wie gesagt, ein kleines bisschen eine kleine Glückssache. Da man dafür ja eben dieses Talent noch auf jeden Fall richtig schaffen muss. Hier hast du eigentlich schon Thunder Blade. 43 mal, okay. Oh, das ist überlebt. Und du hast deine letzte Attacke nicht. Warum? Oh, das ist Destruction und Devastation. Ups. Dann mach eine von den beiden einfach mal. Oh, komm. Wanna ch. Ich wollte ja gar nicht erst zu Ende aussprechen. Einfach nur Wanna ch. Dann also mit dem Gegner. Dann ist auch Chrysair erstmal fertig. Lightspear Cannon. Los, Brucea. Lern deine letzte Attacke. Geht doch. Eternal Damnation. Sieht aber auch sehr schön aus. An sich würde ich gerne mit Brucea besser kämpfen können, aber ist mir dann doch ein bisschen zu schwer zu kontrollieren. So, wir haben den Speicherkristall schon mal gefunden. Das ist gut. So, Brucea hat nun alles. Und ist theoretisch sogar bereit, ihr zweites Mystic Art einzusetzen. Hätte sie... Ja, hätten wir mal diese Situation. Colette, komm du mal wieder mit rein. Du musst da auch noch ein bisschen was lernen. Zweitens nehme ich Grand Chariot und Stardust Cross. Ich weiß zwar nicht wie, aber irgendwie wird sie schon lernen. Wobei, nee, Moment. Wir nehmen Rain mit rein. Wieder mal auf Platz 4. Denn sie soll noch ein kleines bisschen Ray weitermachen. Ich brauche das nämlich mindestens 100 Mal. So. Schauen wir mal weiter. Hier haben wir nichts von Interesse. Was können wir in einer Ruhe-Attacke machen? Noch die Liste gründen. Ja, ich weiß schon was. Nach vorne alles. Ja. Bedo, du haust daneben. Ah. Seelos, du mit deinem Zahnstocher. Moment. So, hier gibt mir den Schwachsinn. Aber wenigstens mal ein größeres Schwert. Und nicht so einen kleinen Zahnstocher. Oh, Silas ist kurz am Overlimit. Was muss ich eigentlich nochmal machen? Achso, ja, stimmt. Ich weiß wieder, was Silas machen muss für seinen Mystic Art. Das, was ich gerade versuche zu lernen. Ich nehme Demon's Gear. Brauchen wir auch mal Demon Spear, aber gut. Irgendeine hohe Attacke einfach. Hallo, Drusilla. Oh yeah. Bin ich gerade weggehauen?
Lightspear Cannon, Fierce Demon Fang. Es ist teilweise echt praktisch, dass Zellos die Fähigkeit hat, dass er seine Arts verknüpfen kann, wie er möchte. Ich wollte schon sagen, wenn das wieder eine Waffenfiene ist. Raubnier. Achso, stimmt. Das Ding, was eh schon jeder bekommen hat. Außer dir. Da oben, wo das Licht entscheidet, ist unser Mana-Blattkraut. Wir kommen doch noch nicht hin. Mal. Okay. So, was haben wir hier oben noch? Hey, wir haben noch mal ein paar Kirima. Moment, dann können wir ja noch mal kochen. Nicht mit Lloyd. Genus. So, und wir haben ein paar Kirima. Perfekt. So. Du möchtest sicher eine Kirima haben. Und mich da mal rüberschießen. Und dann hochschießen. Nicht? Nicht. Was? Wieso? Wieso ist die Blume nicht? Wieso habe ich die Blume nicht geheilt? Habe ich sie geheilt? Ich habe keine Ahnung. Machen wir einfach weiter. Nebenbei Lightspear Cannon. Nee, Lightspear Cannon oder Lightspear war das? Ich glaube, Lightspear kann man auch mittlerweile mit einem Element versehen. Ich glaube, Wind war das. Oh, Meisterkoch Genus. Köstlich, du kochst immer die besten Sachen, Genus. Was ist dein Geheimnis? Die Temperatur. Wenn ich koche, setze ich Feuerbälle ein. Ich mache nur Spaß. Hehehe, ich mache nur Spaß. Das ist es also. Ich koche nicht mit der richtigen Temperatur. Nächstes Mal werde ich Ifrit rufen. Ich sagte, ich habe Spaß gemacht. Ach, Ifrit kann sich ja auch sehr gut kochen. Zumindest hat er keine Temperaturprobleme. Thunderblade. Mittlerweile dürfte er doch genug haben, oder? Ja, mittlerweile hat Genus genug, das heißt, er kann auch gleich raus. Jetzt aber. Hey. Moment, hier ist Demon Fang? Nein, ich habe die falsche Attacke eingesetzt. Das hätte Sonic irgendwas. Wie ist die Attacke? Sonic Sword Rain? Nein, nicht Sonic Sword Rain. Super Sonic Thrust. Ja, mit Super Sonic Thrust und Ray hätte ich was machen können. Einmal kommt hier in dem Spiel von zack, werde ich damit wieder beballert. Habt ihr das irgendwo eingespeichert? Dass sobald einmal kommt, zack, Makro, und hoch. Dahin und da hoch. So, dann einmal dich füttern. Wo führst du mich denn eigentlich hin? Da nennt noch was? Ah, zu der Höhle da hinten, die vorher wie eine Sackgasse aussah. Leute, sind wir jetzt endlich da? Wie weit ist es bis zu diesem Geschichtstypen? Ich werde langsam müde. Geschichtstypen? Hey, was ist das denn? Zellos, du bist ja bärmlich. Lass das Köttwert von da aus hier hochklettern. Dann ist es sicher nicht mehr weit. Nur Mut, Leute. Haben wir irgendwo mal erfahren, dass wir gerade zu irgendeinem Geschichtstypen gehen? Ich habe gerade ehrlich gesagt keine Erinnerung daran, dass das jemals erwähnt wurde. Da einmal.
Ist ein Speicherkreis? Hm. Einen Speicherkreis brauchen wir später, stimmt. Schauen wir mal hier ein bisschen weiter. Zerstörer gefunden. Oh, was haben wir denn da? Eine Axt. Oh, das klingt nach einem guten Zerstörer. Hat sie es nicht sogar schon? Ja, der hat sie sogar schon. So, Gino ist raus. Colette rein. Wir haben jetzt halt echt ein komisches Team. Na komm. Okay, bereiten wir das hier schon mal vor. Rhythmus. Und auf den Stein rauf. In der Luft noch ausgeflüstert. Ah, das nervt. Ich kann das nicht. Lloyd, versuch es weiter. Benutze deinen Kopf, Lloyd. Daran ist Lloyd aber nicht besonders gut. Anscheinend produzieren die Pflanzen hier einen bestimmten Rhythmus Wind. Beruhige dich, Lloyd. Ja, ich werde es schaffen. Boff. Weil eben ein Steinschlag verursacht. Ja, ja, ist in Ordnung. Klopp. So. Da wir gleich wieder mal eine Menge zu reden haben, würde ich sagen, wir machen erstmal nochmal eine kurze Pause. Bis 10 nach. Ich öle meine Stimme. Und dann gibt's gleich Monster Cutscene of the Monster Nest with Monster Monster. Monster. Bis gleich.
und wieder zurück. So. Ich glaube, jeder muss für sein Mystic Art und Overlimit sein. Oder? Schauen wir mal. Overlimit, 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 Overlimit. Overlimit. Wobei, nee, ich glaube, Leute und Colette sind sogar die einzigen, die nicht im Overlimit sein müssen für Mystic Art. Aber ansonsten müsste es jeder eigentlich. Und ja, was ich gerade gelesen habe, wir müssen noch einen bestimmten Punkt in der Geschichte erreichen, bevor wir Zelos Mystic Art auch wirklich ausführen können. Gut, ich denke mal, wir können dann gleich wieder weitermachen. Zuvor wieder mal, falls ihr den Stream und mich unterstützen möchtet, könnt ihr unter dem Stream auf den GoFundMe-Link gehen, per PayPal ein kleines bisschen was spenden. Jegliche Spenden gehen dem Stream und den Let's Plays zugute in Form von besserer Technik, neuen Spielen und wie dem aktuellen Spendenziel einer Wii U, inklusive eines Spiel eurer Wahl, was dann 100%ig gestreamt oder Let's Played wird. So. Na dann, rein da. Können wir noch irgendwie was erkunden? Hast du noch irgendwas hier, Alter? Ja, das da hinten sieht sehr verdächtig aus. Hallo, Wunderkoch. Der geheimnisvolle Wunderkoch. Pescatore. Dafür brauchen wir auch nur Fisch. Oder? Schauen wir mal. Ja, Pasta, Fisch und Tomate. Gut. Ansonsten, na dann, mit Absicht. Ja. Nicht gut. Was machst du da, Lloyd? Der Mana-Ring scheint ohne Wind nicht zu gebrauchen zu sein. Ja, man wird nur leichter, aber man kann sich nicht bewegen. Das ist wirklich schwierig. Oh, ich habe eine Idee. Zelos, benutzt doch mal eben den Mana-Ring. Ach, danke, dass ich für den großen Zelos entschieden habe. Was kann ich heute für Sie tun? Ja, ja, schon gut. Hier, nimm den Ring und aktiviere ihn. So in etwa? Windblade! Ah, was hast du denn noch bei dir gedacht? Seltsam. Das war Windmagie. Ich dachte, er würde wegfliegen. Genius, das hast du doch mit Absicht getan, oder? Menschen und Halbelfen. Nebenbei, ich muss mal kurz hier was greifen, was hier unterm Tisch gefallen ist. Okay. So, Menschen und Halbelfen. Ja. Oh, sie müssen der Archivar sein. Können Sie etwas Mana-Blattkraut geben? Bitte. Wie ich sehe, habt ihr den Stab des Ältesten. Ich würde ja gerne sagen, nehmt euch, was ihr braucht, aber... Hö? Gibt's ein Problem? Es wächst an einem etwas schwierigen Ort. Ich weiß nicht, ob ihr da rankommen werdet. Wir haben den ganzen Berg hier auch geschafft. Da werden wir wohl... Wir kommen da ran, egal was wo es ist. Wir schicken einfach Leute. Ach nee, es kommt jetzt ein Bosskampf. Danach kommt das Gespräch. Hey! Bitte sagen Sie uns, wo es ist. Na schön, folgt mir. Das Kraut wächst in der Höhle dort unten. Seid vorsichtig. Okay, auf Leute. Let's go. Du, 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 du. So. Nee, komm. Ah, das muss die Höhle sein. Ach so, man kann sie nicht betreten, ohne den Wasserfall zu teilen. Das ist allerdings ein schwieriger Ort. Der Wasserfall hat sich geteilt, also brauchen wir uns darüber keine Sorgen zu machen. Ich hätte es vielleicht noch nicht machen sollen. Hätte ich wenigstens mal gesehen, was die sagen, wenn der Wasserfall noch nicht getrennt ist. Na gut. Einmal aktivieren. Speichern. Und rein da. Da liegt es doch einfach rum. Wir können es doch einfach mitnehmen. Aha, das ist also das Kraut. Ziemlich auffällig. Du bist gerettet, Colette. Danke, Lloyd. Was? Da ist etwas. Es wächst aus der Erde. Hui. Sieht interessant aus. Eine Riesenpflanze. Sie bewacht das Kraut? Not much of a spell. Tentacle. Tentacle? Was? Tentacle. So, du hast eine Feuerschwäche.
dann... Na dann... Nehmen wir uns doch mal... einen Granaten. Dann machen wir wenigstens auch hier guten Schaden. Weil wir auch so guten Schaden machen. Light Spear Cannon. Was wurde da gerade gemacht? Du musst mich hier nicht mit deinem Samen oder was auch immer bewerfen. Wow. Das war gerade irgendwie eine Art Maschinengewehr, die er sonst gegengeschossen hat. Wie viel habe ich eigentlich schon eingesetzt? 47, 56 Mal. Oh! Das wir lernen bald Demon Spear. Das Ding sieht von innen aber ziemlich cool aus, finde ich. Die Rush. Na komm, jetzt lass ich mich mal einsetzen. So, jetzt dürfte es... Booyah! Demon Spear! Jo. Ich hätte jetzt eigentlich gerne Leute im Team gehabt, um weiter damit zu kämpfen, aber... Dammit. Machen wir es mal anders. Lightning Blade. Hellfire ist auch Level 3. Machen wir noch eine zweite Level 2 Attacke oder so. Nehmen wir Supersonic Thrust. Nee, mit Lightspear einfach mal. Also Level 2. 1, 2, 1, 2, 3. Oh Gott. Blockt doch nicht einfach alles. Ich mache ihm zwar nicht viel Schaden, aber ich mache gute Kombos. Hä? Was? Ah, ich hab Grand Chariot gelernt. Cool. Wie kommt's? Einfach so? Irgendwas oft genug eingesetzt? Keine Ahnung. Ich hab einfach gelernt. Seien wir glücklich drüber. Ich wollte gerade eine U-Attacke einsetzen. Oh, eine blaue Sephira haben wir bekommen. Sehr gut. Naja. Hübsches Blümchen. Das ist ein ganz schön zähes Gewächs. Deshalb hat es also einen schwierigen Ort bezeichnen. Was soll's, wir haben das Kraut, also alles in Ordnung. Stimmt. Mana-Blattkraut gefunden. Yay. Typisch. Fantastisch. Wow, das hat schon lange nicht mehr gemacht. Ja, dieses Kraut wurde in dieser Welt schon lange nicht mehr gesehen. Um seine Geschichte zurückzuverfolgen, müssen wir uns in die Zeit des Olf-Aufstands vor 130 Jahren zurückversetzen. Oh je, wir haben schon lange keinen Geschichtsunterricht mehr gehabt. Aber wie kannst du das nur so auf die Leuchtstelle nehmen? Regal, schnell, halte Professorin auf, bevor es zu spät ist. Unterbrich mich nicht, Regal. Ich bin gerade dabei, die geschichtliche Bedeutung des damaligen Aufstands zu erläutern. Der Olf-Aufstand, das ist ein wichtiges Ereignis in der modernen Geschichte von Tethala. Bitte fahre fort. Wow, ich habe keine Lust zum Lernen. Oh, das ist praktisch. Instant Teleport. Und so. So, Rain, heilen uns nochmal alle. Seid also halt zurückgekommen. Ja, Sie wussten von der riesigen Pflanze des Mana-Blattkraut bewacht, nicht wahr? Ja, aber selbst wenn ich es euch gesagt hätte, hättet ihr nicht anders gehandelt. Ich habe heute starken Willen gespürt. Natürlich, wir tun es für eine teure, gute Freundin. Ach, so viel ist Klettert sicher nicht wert. Übrigens, leben Sie schon lange hier? Ich bin derjenige, der die Lehren des Elfendorfes an die nächste Generation weitergibt. Hier webe ich verschiedene Geschichten in das Mana-Blatttuch ein. Was für Geschichten? Legenden von Elfen, die von Immel herabgestiegen, herabstiegen. Und von der Geburt der Menschen. Der Aufstieg und der Fall der Balakruf-Dynastie. Die Ankunft der Engel, der göttliche Kalanbaum, der Kalankrieg und die Geschichte des Heldenmythos. Hey, hey, ich dachte, der Heldenmythos wäre in Heimdall tabu. Das hier ist nicht Heimdall. Ich lebe hier, um die Legenden weiterzugeben, ohne den Bräuchen von Heimdall unterworfen zu sein. Wer war denn da eigentlich der Heldenmythos? Sein Name fällt immer, wo wir hingehen. Sein Name wurde auch in den Bündnissen mit den Elementargeistern erwähnt. Die Legende von Mythos hat auch etwas damit zu tun, wie wir Colette heilen können. Mythos wurde in Heimdall geboren. Er war ein Außenseiter, der bei Beginn des Kalan-Krieges aus dem Dorf verstoßen wurde. Er beendete den Kalan-Krieg mit seinen drei Gefährten, um ins Dorf zurückkehren zu können. Ein Außenseiter? Soll das heißen, er war ein Halbelf?
Mythos ein Halbelf? Das ist unmöglich. Ja, Mythos war ein Halbelf. Nur einer seiner Gefährten war ein Mensch, die anderen waren Halbelfen. Sie wurden als Ausgestoßene behandelt, überwanden dies jedoch und beendeten den Krieg. Warum darf sein Name dann in Heimdall nicht erwähnt werden? Weil er ein Halbelf ist! Nein, das stimmt nicht. Das liegt daran, dass der Held Mythos, der Liebling von Origin, auch ein gefallener Held ist. Ein gefallener Held? Wie meinen Sie das? Diejenigen, die Origin betrogen und die Macht von Origins magischem Schwert dazu verwendeten, die Welt zu teilen, waren Mythos und seine Gefährten. Mythos Yggdrasil, seine ältere Schwester Martell und ihre Gefährten Yuan und Kratos. Bam, bam, bam! Die vier Engel veränderten das Wesen der Welt und darum dürfen ihre Namen in Heimdall nicht genannt werden. Yggdrasil von Krutus ist also der Held Mythos? Und seine Gefährten waren Martell, Yuan und Kratos? Das ist unmöglich! Kratos ist der Freund eines Helden von vor 4000 Jahren? Selbst ein Elf kann nicht so lange leben. Engel können spezielle Kampffähigkeiten nutzen, die im Kalan-Krieg entwickelt wurden. Einer davon nutzt das Mana des Körpers, um den Metabolismus zu verändern und die innere Uhr des Körpers anzuhalten. Somit altern sie nicht und leben länger als Elfen. Ich denke, eine Spezies sollte die ihr zugedachte Lebensspanne nicht überschreiten. Ich bin total verwirrt, das ergibt doch alles keinen Sinn. Wirklich? Mindestens eines wissen wir doch sicher. Die Macht von Origin hat etwas mit der Teilung der Welt zu tun. Und das magische Schwert ist der Schlüssel. Genau. Wir dürfen unser eigentliches Problem nicht aus den Augen verlieren. Unser Ziel ist die Rettung der beiden Welten. Ja, wir konnten den göttlichen Baum nicht im Zaum halten, aber wenn wir ihre Welten wieder in ursprüngliche Form zurückführen können... Zumindest können wir dieses System, in dem die Welten um Mana konkurrieren, umwandeln. Ja, du hast recht. Wenn man ein Erbsengehirn besitzt, sollte man das denken lassen. Ihr seid gemein. Gehen wir zu unserem nächsten Zielort. Danke, dass Sie uns die Geschichte erzählt haben. Möge der göttliche Baum über euch wachen. Der göttliche Baum wollte uns letztens noch töten. Jetzt brauchen wir nur noch ein Mana-Fragment. Ob es das wirklich in Interesse Kalan gibt? Ich bin noch neugierig auf Origins magisches Schwert. Glücklicherweise ist das ein Schlüssel zur Rettung der Welt. Aber das wird gefährlich. Und wer nicht wagt, nicht gewinnt, oder? Was soll das denn heißen? Das heißt, wenn man kein Wagnis eingeht, behält man auch keine wichtigen Dinge. Ach so. Wirklich, Leute, wir können an dir verzweifeln. Aber Silos hat recht. Lass uns zum Hauptquartier von Crucius gehen. Auf nach Darius Kalan. Aber wie kommen wir denn dahin? Die Schriften zufolge ist der Turm des Heils der Eingang. Dann sollten wir zum Turm des Heils gehen. Was macht China denn da oben? Ich glaube, China muss auf Toilette. Wir bräuchten mal eine Pinkelpause. Auf dieser Welt ist doch auch einer, oder? Naja, aber da ist einer. Aber leider brauchen wir meinen Crucius-Kristall. Der Crucius-Kristall ist der Schlüssel zum Turm des Heils. Du weißt ja gut Bescheid. Und schließlich auch der große Auserwählte. Ja, du wurdest also auch mit einem Crucius-Kristall geboren. Ja, meine Schwester hat ihn zurzeit. Sie ist in der Abteil südöstlich der Toys-Mine. Okay, gehen wir dort vorbei. Und auch wieder Instant-Teleport nach ganz unten. So, ich denke mal, Selos möchte ich jetzt selbst nicht weiter einsetzen. Ist ja nur noch was, dass er jetzt Demon's Spear ein paar Mal einsetzen muss. Das macht einfach irgendwann ein bisschen Zeit. Schauen wir mal. So, Lloyd muss sowieso nichts mehr lernen. Du musst auf jeden Fall noch ein paar Sachen lernen. Und mir schon reichen, wenn er einfach mal alle seine Arts mindestens 50 Mal benutzt hat. Na gut. So. Irgendwann wird sie schon Stardust Cross lernen. Teuer. Noch teurer. Du musst immer noch Revitalize lernen. Okay, wie sieht es mit Ray aus? 73 Mal, okay, du musst nichts mehr lernen. Okay. Na dann. Südöstlich der Toys-Mine, das heißt dahin. Ja, in die Arena gehe ich aber jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt jetzt mache während des Streams. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Jetzt ist die Tür nebenbei offen. Die war vorher die ganze Zeit zu. Was ist denn, wenn ich sie als Selos anspreche? Big Bro. I mean, I see that the Chosen is his usual self, wandering around aimlessly. Yo, Celeste. I need that Crucius Crystal I left with. Give it back to me. As you wish. After all, it rightfully belongs to the Chosen. Yep.
Now, if your business here is done, I humbly request that you leave. All right. Guess I'm as unpopular as ever. Poor me. Wait, Big Bro. What is it, my darling little sister? Nothing. Oh, all right then. Please take care. He couldn't hear that, you know. I didn't say anything. So it doesn't matter if my big brother couldn't hear it. Aha! You called him Big Brother! No, I didn't. There's no way I'd have a brother like that. Now please leave. Well, what do you think? I'm well loved, aren't I? She's certainly not very friendly. Don't be too hard on her. She was sickly ever since she was a kid. But despite that, her mother... never. As you left, she said, please take care. Oh. Well, anyway, we're ready now, right? On to the Tower of Salvation. Yeah. Muss ich nochmal mit dir reden? Nö, also nichts Besonderes. Oh, wir sind sogar schon fast Level 60. Sind doch so recht stark geworden. Ich hätte nicht erwartet, dass wir doch so in hohem Level sind, im Endeffekt. So, wir sind ein kleines bisschen angeschlagen. Suchen wir mal eben ein Haus des Heils irgendwo. Haus des Heils gefunden. Oder Haus der Besinnung. Same thing. So, wir wollen einmal schlafen für 600 kalt. Teuer! Selos, gut gemacht. Ah ja, natürlich, das ist halt mein natürlicher Charme. Und deine schnelle Auffassungsgabe. Nee, Colette war so überzeugend. Das war ausschlaggebend. Ich finde, du bist ein guter Auserwählter, Selos. Du bist manchmal etwas zu locker drauf, aber... Hey, was soll's. Aber ich muss zugeben, es tut gut, so etwas zu hören. Auf was auch immer das nochmal bezogen war. Haus des Hals ist aber billiger. Ja, das stimmt. Es ist so, als hätten wir gestern angefangen. Ja, gestern haben wir angefangen. Wir sind schon bei 34,5 Stunden. Na dann. Auf zum Turm des Heils. Das ist wieder das einzige Kätzchen des Spiels. So, der Turm des Heils natürlich wie immer im Zentrum der Welt. Und zwar hier. Hilfe. Mal landen. Und rein. It's magic. Coming here reminds me of my journey to regenerate the world. But this time, we're here to cure your illness. I'm curious to see what the design of Tethiala's Tower of Salvation is like. Now, Zelos, open the door, quickly. You know, you can get really scary sometimes. Boom. Oh, yeah! Check me out! It's my time to shine! Do I look like a chosen or what? Yeah. Let's get going. Roger. That's a very disturbing laugh. Zelos, is something wrong? What? You're even more obnoxious than usual? Nah, he's always like this. Just ignore him. She's pretty sharp. Na dann, rein da. Stimmt, da kommt auch nochmal eine Stelle, die ich auch nicht so sehr mag. Ich habe noch eine Hassstelle gefunden. Place. Wait a minute. Is this really Tethiala? Yeah.
It looks identical to Sylveon's Tower of Salvation. My body... I can't stop shaking. This is the same place. It can't be. Lloyd, remember this? That's... Wait, I broke that. The two worlds are connected here. Of course, it's the same place. Jetzt hat mal sein richtiges Kostüm an. Kratos, it's you again. Are you really one of Mythos' companions from 4,000 years ago? Good. Since you figured that out, it saves me the time to explain. We will take the Chosen as the new body for Martell. You're still trying to do that? Are you so intent on resurrecting Martell that you're willing to distort the entire world in the process? I have no need to explain. So in the end, you really are our enemy. I kept thinking, hoping that you might be good, but you're not. I should think that would be obvious at this point. Don't hold back this time. Yay. I hope you improved. Watch out for the stone. Take this. Judgment. Was? Du fängst aber echt gut an, muss ich sagen. Erste Attacke, Judgment. Yo. Hat er jetzt mittlerweile Eagle Rage? Nee, noch nicht. Schade. Was können wir jetzt machen? Hat er eine Lichtresistenz gehabt? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Oder? So, stopp it. Hier, friss mein Judgment, wenn du schon Judgments machst. Gospel. Oh Gott. Das Kombos, ne? Lightning Blade. So. Naja, das war voll die falsche Attacke. Was? Oh, Heaven Rising. Sehr schön. Eine neue Attacke gelernt. Rising Falcon. Hat mir nicht gefallen, was du da gerade gemacht hast. Genau, Healing Circle ist dann schon ein bisschen besser. Und dann fangen einfach alle Angriffe ab. Passt schon. Ist in Ordnung. Jojo. So, jetzt bin ich dran. Moment, brauch mal eben schnell mal eine andere Attacke. Und zwar meine wunderschöne Raining Tiger Blade. Ich mag die Attacke. Mach mal einen Riegel doch in Ruhe. Oh Gott, das tut weh. Autsch. Au. Willst du mal laufen? Oh, cool. Jügel ist sogar zu seiner Attacke gekommen. Ach, mir fällt gerade ein, ich habe ja meinen Feenring nicht mehr, ne? Da war ja was. Den hat ja Selos. Oh, und dafür.